Haben Sie schon einmal mit einem Spion telefoniert? Aus welchen Nationalitäten setzt sich Ihr digitaler Fingerprint zusammen? Wussten Sie, dass es auch in Deutschland unklare Grenzen gibt? Und wissen Sie, ab welcher Höhe sich Grenzen auflösen? Herzlich willkommen bei Beyond States. Zur Ausstellungseröffnung von Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit live hier aus dem Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Wir laden Sie ein, mit uns die Ausstellung zu besuchen. Wir beantworten Ihre Fragen und Anregungen und wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Diskutieren Sie mit uns auf den Plattformen, auf denen Sie uns zuschauen, oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter debatorial@zeppelin-museum.de. Wir geben Ihre Fragen weiter, beantworten im Chat und freuen uns auf einen regen Austausch. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Dr. Claudia Emmert, Direktorin im Zeppelin-Museum. Claudia, nun stehen wir hier fast ganz alleine in diesem geschlossenen Museum. Eine noch etwas ungewohnte Form der Vernissage, oder? Das stimmt natürlich, Simone. Wer hätte das auch gedacht? Vor 2 Jahren haben wir angefangen, die Ausstellung Beyond States vorzubereiten. Wir haben gedacht, wir eröffnen sie dann im Mai 2020 und jetzt haben wir Februar 2021 und die Museen sind wieder und leider Gottes auch immer noch geschlossen. Aber wir wollen eigentlich aus diesem Nachteil einen Vorteil machen und diese Vernissage möglichst partizipativ gestalten. Das bedeutet, bei dem Rundgang durch die Ausstellung mit den Kuratorinnen und Kuratoren gleich im Anschluss an die ersten Grußworte haben Sie nach jedem besprochenen Exponat die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen und sie werden dann auch gleich beantwortet. Das heißt, wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen und wenn Sie mitmachen, wird es eben so sein, Sie können zwar nicht zu uns kommen, aber wir kommen zu Ihnen und wir setzen uns dann zu Ihnen an den Tisch oder nehmen Sie auf die Couch, also machen Sie mit. Ja, also das ist eine schöne Vorstellung, dass wir irgendwie alle gemeinsam hier auf die Couch gehen. Ich möchte kurz nochmal anreißen, was uns heute hier erwartet. Claudia Emmert wird gleich eine kurze Einführung ins Thema geben von Beyond States. Dann nehmen uns die beiden Kuratorinnen mit in die Ausstellung, Ina Neddermeyer und Jürgen Bleibler. Auf über 900 Quadratmeter gehen sie der Frage nach Staat, Nation, Grenzen und Staatsversagen nach. Wir diskutieren gemeinsam, das hoffen wir natürlich, auf dem Sofa oder im Wohnzimmer, über auch die Veränderungen durch die aktuelle Corona-Pandemie. Gegen 7:30 haben wir hoffentlich das Interesse dann geweckt, dass Sie Lust haben, in die Ausstellung zu kommen und es natürlich auch digital und real weiter mit zu verfolgen. Jetzt freuen wir uns aber zunächst auf das Grußwort von Andreas Köster. Er ist Bürgermeister für Bildung, Soziales, Kultur und Freizeit in Friedrichshafen und Vorsitzender des Aufsichtsrats im Zeppelin-Museum. Wir haben seine Wünsche für das Museum und für die Ausstellung vor ein paar Tagen unter der Teilrekonstruktion der Hindenburg hier im Museum aufgenommen. Herr Köster, Sie haben jetzt das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu unserer digitalen Eröffnung der Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit. Als mir Frau Dr. Claudia Emmert vor über einem Jahr zum ersten Mal von diesem Ausstellungsprojekt erzählte, hätten wir beide wohl nicht gedacht, dass das Thema so eine Brisanz entwickeln würde. Grenzschließung, ein deutschlandweiter Lockdown, ein Wettbewerb der Staaten um Impfstoffe, Katastrophenschutz und Pandemiepläne. Das Jahr 2020 hat gezeigt, wie hochaktuell das Ausstellungsthema rund um die Frage nach der Rolle des Staates sei. Und nicht nur 2020. Dabei geht es nicht nur um theoretische Analysen, sondern ganz konkret um die Frage, wo und wie wir uns als Bürgerinnen und Bürger in einem Staat verorten, welche Freiheiten und welche Grenzen wir aushandeln. Diese besondere Zeit,
Wir befinden uns schon seit Wochen im zweiten Lockdown. Erfordert besondere Formate und daher wird diese Ausstellungseröffnung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit komplett digital stattfinden. Seien Sie gespannt. Seien Sie gespannt auf zahlreiche Einblicke in die Ausstellung, aufschlussreiche Hintergrundinformationen und Gespräche mit den Kuratorinnen und Kuratoren, aber auch mit den Künstlerinnen und Künstlern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Bereits im September wurde als digitaler Prolog zur Ausstellung das Debattorial gelauncht. Eine völlig neue Diskursplattform, die den Austausch und die Diskussion in das Zentrum setzt. Wie viel Staat brauchen wir? Welche Staatsbürgerschaft hätten Sie gerne? Ist der Staat Schutzraum oder gar Gefahrenzone? Diese und weitere Fragen werden auf dem Debattorial verhandelt und ich lade Sie herzlich ein, diskutieren Sie mit. Gefördert wurde diese Ausstellung großzügig durch die Kulturstiftung des Bundes und es ist bereits die vierte Förderung in 5 Jahren. Das Debattorial wurde außerdem im Rahmen von Neustart Kultur finanziell unterstützt. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Das Projekt hätte sonst nicht in dieser innovativen und wegweisenden Form realisiert werden können. Natürlich ist es uns ein großes Anliegen, die Ausstellung auch physisch zu eröffnen. Aber Sie wissen es, auch unsere Museen haben leider seit dem 2. November geschlossen. Aber wir hoffen auf eine baldige Wiedereröffnung. Und sobald es soweit ist, informieren wir Sie auf sämtlichen Kanälen, digital und analog. In der Zwischenzeit wird es zahlreiche Online-Angebote geben, Talks, Vorträge, Künstlerinnen-Gespräche, die das komplette Ausstellungsthema ganz konkret erfahrbar machen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen inspirierenden Abend mit der digitalen Eröffnung von Beyond States. Herzlichen Dank, Herr Kösser. Dem können wir uns natürlich wirklich nur anschließen. Wir freuen uns auf die Ausstellungseröffnung jetzt hier im Museum. Ja, liebe Claudia, Beyond States, über die Grenzen von Staatlichkeit. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Ausstellungstitel und was hat es mit uns zu tun? Wir haben es ja schon ganz kurz angedeutet. Und ja, warum beschäftigt sich das Zeppelin-Museum eigentlich mit solch einem politischen Thema? Ja, vielen Dank, liebe Simone. Und natürlich auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Bürgermeister Köster für sein Grußwort und für die schöne Würdigung unseres Projekts. Auch ich möchte Sie alle sehr herzlich zu unserer Eröffnung von Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit begrüßen. Wie in den vergangenen großen Ausstellungen verhandelt das Zeppelin-Museum auch diesmal zentrale Fragen unserer Gegenwart. Aber Beyond States hat durch die Corona-Pandemie nochmal deutlich an Relevanz gewonnen. Und sie hat die Perspektiven auf praktisch alle Themen, die wir hier näher beleuchten werden, entscheidend verändert. Noch 2018 mochte man dem österreichischen Schriftsteller Robert Menasse folgen, wenn er in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk sagte, ich zitiere, wenn man jetzt versucht, ein demokratisches Europa aufzubauen, ist die nationale Identität sicher das Unwichtigste. Das Konzept der Nation hat sich nach allem, was wir aus der Geschichte wissen, von den großen Verbrechen im Namen der Nation eigentlich erledigt. Zitat Ende. Gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero rief er damals die Europäische Republik aus. Ulrike Gero betonte in diesem Zusammenhang, ich zitiere, der Nationalstaat muss in Europa abgeschafft werden, denn wir wollen ja eine europäische Demokratie. Deswegen müssen wir verstehen, dass Nation gar nicht der Träger von Identität ist. Doch heute, nach den Erfahrungen der seit nunmehr einem Jahr andauernden Pandemie können wir ein Erstarken nationalstaatlicher Konzepte feststellen. Mit dem ersten Lockdown wurden Reisende mit deutscher Staatsbürgerschaft weltweit von der deutschen Regierung in ihre Heimat zurückgeholt. Nationale Interessen wurden in den Vordergrund gestellt, als es darum ging, die medizinische Versorgung der eigenen StaatsbürgerInnen zu gewährleisten. Supranationale Solidaritäten rückten selbst dann in den Hintergrund, als uns fürchterliche Bilder aus völlig überlasteten italienischen Krankenhäusern erreichten.
Wurde vor Corona das Modell des Nationalstaats kritisch betrachtet, ist nun der Ruf nach einer nationalen Regierung kaum mehr zu überhören. Auch und gerade jetzt, da der Impfstoff zur Bekämpfung der Pandemie nicht ausreicht, geht es immer wieder um die Frage, ob die Regierung im nationalen Interesse Deutschlands gehandelt habe. Michael Bröning, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in New York, fordert daher mehr Staatlichkeit und vor allem eine effektive Staatlichkeit. Und er ergänzt, Zitat, ja, Corona, das ist auch die Stunde des Staates. Aber die Debatte in den kommenden Wochen und Monaten wird erneut darum gehen, welches Maß von demokratisch kontrollierter Staatlichkeit wir benötigen. Zitat Ende. Was also erwarten wir heute vom Staat? Wird er im 21. Jahrhundert vor allem zum Krisenmanager? Mit der Corona-Pandemie ist eine neue Diskussion um Potenziale und Grenzen von Staatlichkeit entbrannt, die wir natürlich in unsere Ausstellung integrieren wollten. Dazu haben wir einerseits das Debatorial entwickelt, eine digitale Plattform, auf der wir seit Ende September eine möglichst breite Öffentlichkeit zum Diskurs einladen und die ab heute ein wesentlicher Bestandteil unserer Ausstellung ist. Und zum anderen haben wir uns entschieden, Ihnen die Ausstellung nicht einfach als ein Rechercheresultat aufzutischen, sondern als einen Rechercheprozess zu unterbreiten, da sehr viele Aspekte, die wir in der Ausstellung anreißen, derzeit im Diskurs und damit einer Neubewertung unterworfen sind. Worum geht es? Es geht um die konstituierenden Merkmale eines Staates, nämlich Staatsgebiet, Staatsbürgerschaft und Staatsgewalt. Wir diskutieren die Bedeutung von Nationalstaaten in der heutigen Zeit und in einer zu gestaltenden Zukunft, entwerfen neue Möglichkeiten, Staatsgebiete zu definieren und betrachten in diesem Zusammenhang alternative Modelle zu Staatsgrenzen. Wir blicken auf die Auswirkungen der Corona-Krise hinsichtlich der Ausübung von Staatsgewalt und der von Verschwörungsnarrationen getragenen Wahrnehmung von Staatsversagen. Es geht auch um Prepper, die sich unabhängig von staatlicher Vorsorge und Schutzmaßnahmen um die eigene Sicherheit kümmern. Am Ende der Ausstellung präsentieren wir alternative Konzepte zu Staatsbürgerschaften und stellen staatenlose Gemeinschaften vor, die in ihrem Kampf um Anerkennung und Souveränität alternative Parlamente gegründet haben. Die kritische Perspektive auf unsere Gegenwart und die spekulative Schau in mögliche Zukünfte wurzelt in einem Blick zurück in die Geschichte der Zeppelin-Luftschiffe und somit in die Zeit von 1900 bis 1945 in Deutschland. Unser Rückblick startet bei den ungeplanten Grenzüberschreitungen mit Ballonen und bei den landesgrenzenübergreifenden Verirrungen lenkbarer Luftschiffe. Er beleuchtet Demonstrationsfahrten über jüngst eroberte Gebiete wie das Elsass und schließlich den Einsatz der Luftschiffe im entgrenzten Luftkrieg des Ersten Weltkriegs. Das Kriegsgerät Zeppelin wird wichtiges Propagandainstrument, und zwar auf beiden Seiten der Grenzen. So zeigen wir Propaganda und Gegenpropaganda immer in den jeweiligen Zusammenhängen. Der Staat ist ab 1914 durch die Bedrohung aus der Luft in besonderer Weise gefordert, für die Sicherheit seiner Zivilbevölkerung zu sorgen. Bunkeranlagen wurden gebaut, die Bevölkerung darüber informiert, wie feindliche und eigene Luftschiffe und Flugzeuge zu unterscheiden sind. Kinder mussten das Schutzsuchen in Klassenräumen einüben. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Vorräte anzulegen und so weiter. Während der Weimarer Republik avancierte das Luftschiff zu einem weltverbindenden Reise- und Transportmittel. Die ersten planmäßigen Fahrverbindungen verliefen zwischen Europa und Nord- bzw. Südamerika. Das Luftschiff wurde zum Staatssymbol, zierte regionale Notgeldscheine in der Zeit nach 1918 und später ab 1929 anlässlich der Weltfahrt von LZ-127 Graf Zeppelin die 3 und 5 Reichsmark Münzen. Im Nationalsozialismus wurde das Luftschiff für Propagandafahrten genutzt, bis die nach dem Unglück in Lakehurst verbliebenen letzten beiden Zeppeline 1940 abgewrackt wurden, da ihr Material im Zweiten Weltkrieg benötigt wurde und die Luftschiffe als Kriegs- und damit auch als Propagandainstrumente an Bedeutung verloren hatten. Die
Ebene der historischen Erzählungen, am Beispiel der Geschichte der Zeppelin-Luftschiffe, wird erweitert durch künstlerische Perspektiven, die den Blick von der Gegenwart in mögliche Zukünfte verlängern. Ausgehend vom Bodensee als Kondominium, als gemeinschaftlich genutztes Eigentum, stellt sich beispielsweise die Frage, was bedeuten Grenzziehungen im Wasser und welche Grenzen gelten auf hoher See? Was bedeutet dies für Flüchtende, für NGOs wie Sea-Watch oder die Küstenwache? Mit welchen Ideen von Staatlichkeit verbindet sich das Konzept der Seasteaders, wenn keine Landnahme, sondern eine Seenahme in internationalen Gewässern erfolgt? Und was folgt auf die Seenahme? Was passiert mit den Menschen, wenn die Erde nicht mehr ausreichend Ressourcen für alle zur Verfügung stellen kann? Wie sorgen Prepper vor? Was treibt sie an? Wie können die Besiedelungen von Mond und Mars erfolgen? Macht es überhaupt noch Sinn, Staaten an Territorien zu binden? Oder sollte man nicht eher versuchen, Staaten als Clouds oder Netzwerke zu begreifen und Staatsbürgerschaften an Abos knüpfen? Oder anhand unseres Userverhaltens im Internet von Algorithmen errechnen lassen? Das Spektrum der künstlerischen Ideen reicht von neolibertären bis zu genossenschaftlichen Modellen. Allen gemeinsam jedoch ist die Idee einer Kunst, die auf Welt und Gesellschaft verändert einwirkt und so die Zukunft als gestaltbaren Handlungsraum erfahrbar macht. Oder, um Jonas Stahl zu zitieren, Art as a world-making practice. Ich wünsche Ihnen nun viele interessante Eindrücke bei unserem partizipativen Rundgang mit den Kuratorinnen der Ausstellung Ina Nettermeier und Jürgen Bleibler. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Claudia. Ich glaube auch, wir steigen jetzt einfach direkt ein in die Ausstellung. Ich glaube, Ina Nettermeier, Kuratorin und Leiterin der Abteilung Kunst, steht irgendwo hinter mir, ach, da sehe ich sie schon, um uns im Kapitel Ernste Spiele ein spekulatives Brettspiel von Simon Denny vorzustellen. Sie kennen bestimmt die Siedler von Catan. Was hat es denn mit den visuellen und konzeptionellen Neuinterpretationen dieses Spiels auf sich und hat es etwas mit dem Silicon Valley zu tun, Ina? Ja, vielen Dank, Simone. Ich stehe jetzt schon direkt vor dem Exponat von Simon Denny oder vielmehr muss ich sagen, eigentlich in der Installation. Sie sehen hinter mir die Spielhülle von dem Spiel, was Simone gerade auch schon angekündigt hat. Es ist eine Neuinterpretation von Siedler von Catan, was sowohl optisch, visuell als auch konzeptionell sich nochmal in einer ganz neuen Art und Weise dem Spiel nähert. Und ich würde sagen, wir gehen direkt nach drüben und schauen uns das Spiel eben auch im Detail an. In dem Spiel Siedler von Catan dreht sich ja alles um Expansion. Wenn Sie das Spiel schon mal gespielt haben, dann wissen Sie das. Es geht darum, die Welt zu besiedeln, Straßen zu bauen, Siedlungen zu bauen, Städte zu erschaffen. Also das ist sozusagen der Kerngedanke, die Expansion. Und das findet sich tatsächlich auch bei Simon Denny. Man sieht hier die Grundelemente aus Siedler von Catan. Die sind ganz genau so wie in dem Originalspiel eben auch. Und man sieht dann eben hier drumherum schon einige Erweiterungen. Wir haben hier auf dieser Seite das längliche ist Neuseeland, denn die Spielerinnen und Spieler sind aufgefordert, sich nach Neuseeland zu retten. Man kann auch hier sehr schön den neuseeländischen Pass erkennen. Also das ist sozusagen der erste Schritt, den die Spielerinnen und Spieler vollziehen müssen. Sie werden dann aufgefordert, sich auf eine schwimmende Plattform im Ozean zu retten. Man kann hier sehr schön diese Plattform auch erkennen. Das ist das Seasteading Institute. Hier ist auch die Werbung mit einem Zeppelin. Das sind Plattformen im internationalen Gewässer. Aber auch diese sind nicht der letzte Ort. Die Spielerinnen und Spieler sind dann in einem nächsten Schritt aufgefordert, den Mond zu besiedeln und natürlich dann auch in einem letzten Schritt den Mars, den man hier drüben eben auch sehen kann. Und so wird deutlich, dass eigentlich das Grundspiel der Expansion nochmal sehr stark erweitert wird. Es geht um Kolonialisierung auch von Welten und man sieht schon, dass die Spiele bei Simon Denny nicht einfach nur Spiele sind, sondern sie sind quasi materialisierte Karten, Modelle von unseren Vorstellungen, die
die wir haben, über die Welt, über unser Zusammenleben. Und in diesem ganz konkreten Fall geht es natürlich um die Welt, um Nationalstaaten, denn diese Welt ist im Verfall. Deswegen müssen wir uns nach Neuseeland zu den Seasteaders und dann auf den Mars und den Mond retten. Also es geht sozusagen um den Verfall der Welt. Und was hat das alles mit dem Silicon Valley zu tun? Siedler von Catan ist ein Spiel, das sehr, sehr beliebt ist bei den Silicon Valley Milliardären. Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, einer Plattform, die sich für die Vernetzung von Menschen einsetzt. Von ihm ist das das Lieblingsspiel, weil er darüber Business-Strategien reflektieren kann, neue Strategien entwickeln kann und das sozusagen so ein Grundelement auch ja, von seiner Business-Strategie eben auch ist. Und so reflektiert eben Simon Denny neolibertäre Vorstellungen über den Zerfall von Nationalstaaten. Ja, danke Ina schon mal für diesen tollen Einblick in dieses Brettspiel. Da würde ich gleich eine Frage anschließen, die eher praktischer Natur jetzt erstmal ist, nämlich kann man dieses Spiel Founders denn auch kaufen und zu Hause auf dem Sofa spielen? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also tatsächlich ist dieses Spiel ein Unikat, das man nur in unserer Ausstellung sich anschauen kann, wenn sie dann auch hoffentlich bald dann physisch auch eröffnet ist. Es gibt aber andere Spiele von Simon Denny, zum Beispiel The Extractor, ein Spiel, das er für das NRW-Forum entwickelt hat und das kann man tatsächlich auch online kaufen. Ja, eine Frage, die sich da eigentlich direkt auch anschließt. Es ist ja ein eher ein neolibertäres oder rechtslibertäres Spiel, Founders. Könnte man sich da auch eine linke Version von diesem Spiel eigentlich vorstellen? Also genau in die andere Richtung zu denken. Ja, das wäre wahrscheinlich auch dann ein sehr spekulatives Brettspiel. Founders oder auch jetzt Settler von Catan ist ja ein Spiel, was sehr stark auf Wettbewerb, auf Konkurrenz setzt. Also es geht sehr stark um das Individuum, das sich eben von der Erde retten muss, den Nationalstaat überwinden muss, neue Räume besiedeln, kolonialisieren muss. Und wenn man das vielleicht in einem eher linken Kontext denken würde, würde wahrscheinlich die Gemeinschaft, das Kollektiv stärker im Vordergrund stehen. Und natürlich ist auch diese Frage von Kolonialisierung, ist das wirklich eine Art, wie wir neue Räume uns auch aneignen möchten? Ja, wäre tatsächlich die Frage, müsste das nicht dann eher nochmal ökologischen, sozialen Gesichtspunkten folgen? Also ich glaube, da wäre das wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel. Ich denke auch, ein gemeinschaftlicheres Spiel vielleicht auch. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass man es eben auch gemeinsam viel stärker spielt, als Team unterwegs ist. Herzlichen Dank erstmal, Ina. Wir gehen zum nächsten Teil der Ausstellung. Eine ganz elementare Funktion des Staates ist ja, die Sicherheit seiner Bürgerinnen zu gewährleisten. Sie treffen zivile und militärische Maßnahmen für den Katastrophen- und den Kriegsfall und natürlich auch bei dem Ausbruch von Pandemien. Das erleben wir gerade. So können Streitkräfte zur Krisenbewältigung im Innern, zur Verteidigung oder zum Angriff eingesetzt werden. Jürgen Bleibler ist Kurator und Leiter der Abteilung Zeppelin hier im Zeppelin-Museum und er wird uns die Bedeutung der Luftschiffe als Bombenträger erläutern. Der Einsatz von Zeppelinen im Ersten Weltkrieg hat den Luftkrieg erst wirklich in Gang gesetzt und so die Notwendigkeit des Staates, seine Bürgerinnen zu schützen, nochmal erhöht. Jürgen, du hast mit deinem Team die Sammlung des Hauses danach durchforstet und bist ganz sicher fündig geworden, oder? Ja, liebe Simone, vielen Dank für die Frage. Wir haben wirklich unsere riesige Zeppelin-Sammlung auf dieses neue Thema der Grenzziehungen am Himmel nochmal durchforstet, wie du gesagt hast, und sind extrem fündig geworden. Besonders zu dem Thema, zu dem wir hier dieses Spiel haben, so quasi im Kontrast oder im Dialog mit dem spekulativen Spiel von Simon Denny. Es heißt, der Luftkrieg stammt etwa kurz vor 1914 und zeigt auf dem Deckelbild, was ja auch immer verkaufsfordernd ist, einen Zeppelin-Angriff auf die britischen Inseln, also quasi den Traum des Deutschen Kaiserreichs. Insofern hat es auch sehr viel mit Expansion zu tun.
Und auf dem Brett ist dann eher so der Rhein und sowas dargestellt. Und tatsächlich ist es ja so, dass von deutscher Seite die Zeppelin-Luftschiffe, die ja bei Kriegsbeginn überlegene Zuladungen und Reichweiten hatten, die weit besser waren als die von allen anderen Luftfahrzeugen, als Drohmittel gegenüber Großbritannien und mehr noch und gegenüber Frankreich aufgebaut worden sind. Die Idee, Munition, Bomben aus Luftfahrzeugen abzuwerfen, die ist im Grunde genauso alt wie die gesamte Geschichte der Luftfahrt. Die Überlegungen beginnen bereits mit Ballonen, aber es waren eben, wie gesagt, diese Zeppeline und auch die Starluftschiffe der Bauart Schütte-Lanz, die aufgrund dieser Leistungsfähigkeit einer militärischen Führung zum ersten Mal die Gelegenheit gaben, einen Krieg weit in das Hinterland eines Gegners zu transportieren. Und man sieht ja hier auf dem Deckelbild die Kreidefelsen von Dover und es gibt diesen Angriff zur See, aber das Luftschiff in der dritten Dimension gibt nun diesen militärischen Wunschvorstellungen quasi nochmal eine ganz neue Komponente. Wir haben ja, ich habe es gesagt, unendlich viel in dieser Sammlung. Und wir haben dann auch natürlich die Möglichkeit, das Ganze aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und hier ist natürlich auch die Opferperspektive der Zivilisten, die dann unter diesen Angriffen zu leiden hatten. Im Mai 1915 fielen zum ersten Mal Luftschiffbomben in das Zentrum von London. Also auch da haben wir hier Dinge zu sehen in der Ausstellung. Und ich würde jetzt einfach mal einen Standortwechsel vornehmen und dahin gehen. Das ist ein Exponat, das vielleicht auf den ersten Blick eher unscheinbar wirkt, aber das eben eine ganz wichtige Geschichte erzählt und auch sehr bewegend ist. Es handelt sich um diesen handschriftlichen Brief. Während des Ersten Weltkriegs starben auf den britischen Inseln, soweit man das heute noch feststellen kann, etwa 550 Zivilisten bei Zeppelin-Angriffen. Dazu kommen noch etwa 800 bis 900 getötete Zivilisten bei Angriffen mit Flugzeugen, die dann ab 1917 die Starluftschiffe in dieser offensiven Angriffskomponente als auch dann das militärisch überlegene System abgelöst haben. In diesem Brief, er ist vom Mai 1916, beschreibt ein damals 14-jähriges englisches Mädchen einen Zeppelin-Angriff auf York, bei dem es 9 tote Zivilisten gab. Und sie beschreibt in diesem sehr persönlichen Brief, den sie an ihre Eltern schreibt, ihre Ängste natürlich, ihre Befindlichkeiten, aber auch in einem sehr interessanten, nüchternen Ton die Vorbereitungen, die für den Angriff getroffen wurden oder natürlich auch die Verwüstungen, die angerichtet wurden, also die Schäden. Also sie schreibt an einer Stelle, dass die Fenster ihres Schlafzimmers nur ganz leicht eingedrückt worden sind und in anderen Straßenzügen eben die Fenster komplett weg waren und eben auch besonders eine Straße, in der Armenhäuser war, in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und das macht natürlich auch schon sehr deutlich, worum es da geht. Der Luftkrieg beginnt, der Luftkrieg eskaliert im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg nimmt es dann noch eine ganz andere, furchtbare Dimension an, bis hin zum Abwurf von 2 Atombomben. Und letztendlich ist die Zivilbevölkerung immer das leidtragende Element, sei es in dem schrecklichen Koreakrieg, im Vietnamkrieg oder heutzutage in Syrien. Ja, Luftschiffe als Kriegswaffe, die bis in das Kinderzimmer reinreichen, ob als Spiel oder in diesem sehr beeindruckenden Brief. Danke, Jürgen, schon mal für diese erste historische Einordnung. Ja, wir haben schon ein paar Fragen bekommen, wollen Sie aber trotzdem auch noch mal animieren. Schreiben Sie wirklich in die Chats rein, fragen Sie uns, denn jetzt sind die Kuratorinnen da und können direkt antworten. Und das ist wirklich eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn man sie so direkt bei sich hat. Jürgen, es gibt eine Frage, wie geht denn das Museum mit diesem Aspekt der Luftschifffahrtsgeschichte um, also das Luftschiff als Kriegswaffe? Eigentlich genauso, wie ich das gerade versucht habe zu beschreiben, multiperspektivisch. Wir haben diesen Brief ja eben dann auch natürlich zugänglich gemacht, indem wir hier unten 2 Lautsprecher haben. Also man kann den ja nicht ganz zeigen, aber so kann er eben in wichtigen Auszügen Deutsch und Englisch angehört werden. Und auf der anderen Seite stehen natürlich die technischen Fortschritte, die die Luftschifffahrt durch den Ersten Weltkrieg gemacht hat. Man muss sich klar machen, dass die Fahrleistungen, die ja auch schon angesprochen worden sind, die Errungenschaft, das Zeppelin-Luftschiff zu einem Verkehrsmittel in der Zwischenkriegszeit zu machen, natürlich wiederum nur möglich war durch den
den dramatischen technischen Fortschritt, den die Schiffe in diesen 4 Jahren des Ersten Weltkriegs genommen haben. Und dieser Fortschritt begründet sich natürlich in Rüstung, in militärischen Anforderungen an immer höhere Reichweiten und Zuladungen, um nicht zuletzt eben auch solche Angriffe immer verbessert und weiter perfektioniert durchführen zu können. Von perfektioniert muss man bei Zeppelin-Luftschiffen nicht sprechen. Sie waren letztendlich militärisch eine Enttäuschung. Und unser Umgang ist letztendlich für ein Technikmuseum oder für jedes Museum völlig selbstverständlich. Es gibt ja dieses berühmte Schlagwort der Ambivalenz von Technik. Das ist natürlich immer so, dass Technik immer für alle Zwecke genutzt werden kann und dass es Impulse aus ganz verschiedenen Bereichen gibt. Und gerade in der Luftfahrttechnik spielt natürlich das militärische Element und die Rüstung eine ganz wesentliche Rolle als Innovationstreiber, auch wenn Marketingabteilungen von Luft- und Raumfahrtkonzernen vielleicht lieber die zivile Komponente in den Vordergrund stellen. So entspricht es einfach auch nicht den Tatsachen und das muss man offenlegen und darstellen. Das ist ganz wichtig. Ja, herzlichen Dank, Jürgen. Die Friedrichshafner und die hier aus der Region sind, kennen es. Während der ersten Lockdowns war die Zeppelin NTs unterwegs hier an Ostern und sind hier über, ja, auch teilweise über den Gärten, über den Dachterrass gekreist. Ist damals der Zeppelin auch wirklich zu Überwachungszwecken eingesetzt worden oder was hatte es damit auf sich? Was meinst du jetzt mit damals? Letzten Ostern. Es ist so. Schon lange her, weil wir uns schon ja, so lange. Also nicht damals. Nicht naja, damals. Es waren ja Polizeibeamte an Bord, die quasi Lockdown-Kontrollen, optische durchgeführt haben. Und ja, das war natürlich auch sehr umstritten und ging ja auch durch die Presse, auch in Form von einer Karikatur. Also es ist natürlich so ein Thema, dass das Luftschiff, und das kommt so ein bisschen in die Aktualität, natürlich gewisse Potenziale hat als Überwachungsgerät. Also man hat den Vorteil, dass man sich sehr langsam bewegen kann, bis quasi zum Stillstand, auch in niederer Höhe. Und ja, das war natürlich eine Option, dann eben auch in die Terrassen und in die Hintergärten zu schauen. Aber wie gesagt, das war hier natürlich auch in der lokalen Presse sehr umstritten und ist ein schwieriges Thema. Aber darin liegen vielleicht auch Potenziale von Luftschiffen, also gerade diese langsame Bewegung, Überwachung, was ja auch ein unerfreuliches Thema ist. Also Luftschiffe waren immer wieder im Gespräch für Grenzsicherungen, Grenzüberwachungen, gerade an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Ja, das sind so die Perspektiven und die Aussichten. Die es vielleicht gibt. Und ja, wir werden sehen, ob der Zeppelin da nochmal in Erscheinung tritt. Danke erstmal, Jürgen. Wir gehen nun zum nächsten Exponaten dazu. Drinnen oder draußen? Das ist eine Frage, die vor allem in der sogenannten Flüchtlingskrise enorm an Bedeutung gewinnt. Wenn Menschen aus ihrer Heimat flüchten, suchen sie vor allem Schutz in einem anderen Staat. Die Grenzen sind geografische Hindernisse, deren Überwindung nicht selten lebensbedrohlich ist. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation zugespitzt. Viele Staaten haben vorübergehend die Grenzen geschlossen, schließen sie wieder und schotten sich ab, um den Virus nicht weiter ausbreiten zu lassen. Geflüchtete werden noch stärker ausgegrenzt. Pushbacks, diese illegale Zurückweisung von Geflüchteten, nimmt zu. Häfen verweigern verstärkt das Anlegen von privaten Rettungsbooten. Den Geflüchteten wurde somit konkret institutioneller Schutz verwehrt. Über Impfungen in Flüchtlingslagern wird erbittert diskutiert. Ina, was gibt es denn dazu in der Ausstellung bei uns zu sehen? Ja, es gibt eine Arbeit, die sich ganz konkret mit dem Thema der sogenannten Flüchtlingskrise beschäftigt. Sie sehen jetzt hinter mir eine Arbeit von Forensic Oceanography und Forensic Architecture, die sich in diesem Video mit der militarisierten Grenzregion im Mittelmeer beschäftigen. Ganz konkret geht es um einen Fall, der sich am 6. November 2017 ereignet hat, als während einer Rettungsaktion 20 Flüchtlinge ums Leben gekommen sind. Und Forensic Oceanography versucht, die Ereignisse an diesem Tag zu rekonstruieren. Sie haben dafür
Videodaten ausgewertet, Satellitenbilder, Geodaten, aber auch Augenzeugenberichte. Und die Rekonstruktion, die Videorekonstruktion dieses Ereignis können wir eben hier nachvollziehen. Es geht in dem Video darum, wie eigentlich Staaten nicht in der Lage sind, mit der Flüchtlingskrise umzugehen. Das geht natürlich einmal, gilt einmal für die Herkunftsländer, die wirtschaftliche, politische, soziale Extremsituationen haben, wodurch es zahlreich Flüchtlinge gibt, die fliehen müssen. Das ist natürlich auch ein Problem der EU, die keine humanitäre Lösung für die Flüchtlingskrise findet. Aber das sind natürlich auch die Länder, die eben in gerade der Grenzregion aktiv sind, da Grenzkontrollen durchführen, wie beispielsweise die libysche Küstenwache, die vermehrt Gewalt gegen Migrantinnen und Migranten einsetzt. Und wir haben im Zuge von auch von unserem Debatorial eine Podiumsdiskussion zu der Flüchtlingskrise geführt. Daran teilgenommen haben Professor Dr. Daniel Thüm von der Universität Konstanz, Nina Perkowski vom Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Hamburg und Mattea Weihe, sie ist Pressesprecherin von Sea-Watch. Und in dieser Diskussion wurden Fragen zur aktuellen Situation in der Flüchtlingskrise, zur zivilen Seenotrettung, aber natürlich auch die Pandemie und die Flüchtlingskrise reflektiert. Sie können das gesamte Video in unserer Mediathek schauen und wir haben für Sie einige Ausschnitte ausgewählt, die wir Ihnen jetzt zeigen werden. Das hat wahrscheinlich zwei Ursachen. Die erste Ursache ist, dass es ganz einfach in dieser Welt sehr viel Not, Elend, Flucht gibt, aber speziell natürlich auch in den Ländern in der südlichen Nachbarschaft der Europäischen Union sehr viele wirtschaftliche Probleme, Perspektivlosigkeit, Bevölkerungswachstum und all das sind Faktoren, da wissen wir von der Migrationssoziologie, dass das Elemente sind, die dazu führen, dass dauerhaft sehr viele Menschen auch versuchen werden, nach Europa zu kommen. Das heißt ganz einfach in den Herkunftsländern, wegen Flucht, wegen wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit werden auf Dauer sehr viele Leute kommen. Das heißt, das Problem wird nicht verschwinden. Aber die zweite Ursache führt dann zurück zu den Europäern. Und warum wir es nicht gebacken kriegen, sozusagen eine Flüchtlingspolitik aufzubauen mit Seenotrettung, aber auch mit funktionierenden Asylverfahren, funktionierenden Rückführungen für diejenigen, die keinen Schutz haben. Und da hatte ich vorhin schon gesagt, dass das wahrscheinlich eine Ursache ist, warum die Staaten derzeit eher auf Abschottung setzen, weil sie das Gefühl haben, wenn die Leute erst mal kommen, dann bleiben sie ohnehin hier. Wir kriegen auch innerhalb Europas keine vernünftige Verteilung hin. Also die Unfähigkeit der Europäer, ein funktionierendes Asylsystem aufzubauen, zu dem dann natürlich auch eine funktionierende Seenotrettung gehört, das ist wahrscheinlich eine zweite Ursache. Allerdings gibt es da noch eine dritte oder eine andere Interpretationsmöglichkeit, warum es die Europäer nicht wollen. Und das ist dann das, was vorhin auch schon angesprochen wurde, Rassismus, Ablehnung von Fremden, Ablehnung auch von Menschen, die Schutzbedarf haben. Das ist sicher auch eine Erklärung, aber ich denke, es ist nicht nur dieses Element, sondern es ist dann eben auch die interne Unfähigkeit der Europäer, einfach sich auf eine funktionierende Asylpolitik zu verständigen. Da gibt es eine ganze Menge, würde ich sagen. Also die Europäische Union hat eigentlich über die letzten 20 bis 30 Jahre hinweg systematisch den legalen Zugang zu EU-Territorium erschwert. Es ist für Menschen in prekären Lebenslagen unglaublich schwierig, überhaupt auf legalem Weg in die EU zu kommen, weil sie zum Beispiel keine Pässe haben, weil sie sich nicht an die Botschaften in ihrem Heimatland wenden können, aber auch, weil die Europäische Union das tatsächlich erschwert. Also es gibt zum Beispiel Beispiele davon, dass Visa für Syrer in dem Moment, wo der Krieg ausgebrochen ist und die Gewalt zugenommen hat, Visumsanträge enorm zurückgegangen sind. Also quasi wirklich ganz bewusst Menschen keine Visas mehr erteilt wurden, weil klar war, dass es wahrscheinlich ist, dass sie in Europa eventuell Asyl beantragen könnten. Das ist quasi nur ein Beispiel, wie das ganz bewusst genutzt wird, die Visa-Regime. Man kann eben nicht einfach nach Europa einreisen. Es gibt auch sogenannte Carrier-Sanctions, sodass zum Beispiel Fluglinien, die Menschen ohne gültiges Visa nach Europa bringen, dann für diese Menschen unglaublich viel Geld zahlen müssen, also quasi für diese haften. Das heißt, die Grenzkontrollen sind de facto vorverlagert und externalisiert. Die finden schon weit vor den europäischen Grenzen statt, sodass die Menschen gar keine Möglichkeit haben,
auf legalem Weg nach Europa zu kommen. Und gleichzeitig wurden die Grenzkontrollen massiv verschärft. Es gibt viel Kooperation mit Drittstaaten, sodass es auch auf illegalen Weg quasi ohne gültiges Visum enorm schwer ist, inzwischen hierher zu kommen. Und deswegen sehen wir eben solche Szenen wie im Mittelmeer. Das sind nicht Menschen, die denken, es ist der beste Weg, ein Boot zu nehmen, sondern die für sich keine Alternativen sehen, nach Europa zu kommen. Also die EU kommt ihrer Verpflichtung nicht nach, sonst hätten wir die Situation, in der wir uns heute befinden, de facto so natürlich nicht. Die zivile Seenotrettung hat sich eigentlich erst, oder beziehungsweise Sea-Watch hat sich gegründet 2015, eben als eine gewisse Lücke im Mittelmeer sich aufgetan hat, in dem eben staatliche Akteurinnen sich zurückgezogen haben, in dem Menschen, die dort in Seenot geraten, sich selbst überlassen worden sind und in dem tatsächlich auch, wie eben schon betont worden ist, aktiv dagegen gearbeitet worden ist, dass Menschen überhaupt einen Fuß setzen können auf den europäischen Boden. Und damals war es eben so, dass sich verschiedene zivilgesellschaftliche Akteurinnen zusammengesetzt haben und gesagt haben, hier passiert etwas in unserem Namen, im Namen der europäischen Migrationspolitik, was wir so auf keinen Fall unterzeichnen können, und haben eigentlich gedacht, sie werden für einen kurzen Zeitraum diese Lücke füllen, die sich im Mittelmeer aufgetan hat. Dass wir jetzt 5 Jahre alt geworden sind, ist für uns nicht nur ein Armutszeugnis der Europäischen Union und ihrer Migrationspolitik, sondern eben auch überhaupt kein Grund, stolz zu sein auf unsere 5-jährige Existenz, sondern im Gegenteil eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir seit 5 Jahren uns eben genau für solche sicheren Fluchtwege stark machen und genau eben solche Dinge an den Pranger stellen, ohne dass tatsächlich etwas passiert ist. Im Gegenteil, auch das wurde gerade schon angerissen, es hat sich drastisch verschlimmert, die Situation, nicht nur im zentralen Mittelmeer, sondern eben auf allen Routen in Richtung Europäische Union. Ja, herzlichen Dank. Jetzt sind wir wieder zurück hier im Museum und wollen nochmal mit unseren Fragen, die uns erreicht haben, nochmal zurückgehen zur Arbeit auch von Mare Clausum, die Arbeit Mare Clausum. Eine Frage, die gestellt wurde: Wird durch den Kunstkontext das Wirklichkeitsempfinden nicht abgeschwächt? Ja, das ist eine ganz heikle Frage, mit der wir uns natürlich auch im Vorfeld der Ausstellung auseinandergesetzt haben und überlegt haben, kann man diese Bilder, die sehr drastisch sind, die auch traumatisch natürlich sind, kann man die überhaupt zeigen? Und wir haben da mit Forensic Oceanography auch genau überlegt. Wir denken aber, dass gerade die Ausstellung auch ein guter Kontext ist, so eine Arbeit zu zeigen, weil es hier natürlich auch die verschiedenen Aspekte gezeigt werden, die auch eben mit dazugehören. Aber es ist eben auch ein Anspruch von Forensic Oceanography, die Bilder, die wir oftmals verdrängen, weil wir sie jeden Tag auch hören über die Flüchtlingskrise, über geflüchtete Migrantinnen und Migranten, die wir so ein bisschen verdrängen, und die eben wieder zurückzubringen und zu zeigen, es ist ein Thema, was präsent ist. Jeden Tag sterben auf dem Mittelmeer so und so viele Personen, und wir verdrängen das auch zu einem Stück weit. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, diese Videoarbeit zu zeigen. Und wir haben auch mit Charles Heller von Forensic Oceanography ein Interview geführt. Das können Sie sich auch sehr gerne in der Mediathek anschauen, wo wir genau auch über diese Frage nochmal intensiver gesprochen haben. Ja, also ich glaube, das ist auch eine Frage, die man diskutieren kann und muss, und die es aber noch beeindruckender eben macht, welche Arbeit wir hier auch sehen können. Auf dem Debatorial ist eine Frage zu uns gekommen, die mich auch ein bisschen gefreut hat. Die Arbeit von Forensic Oceanography ist total beeindruckend. Wurde sie denn auch an Regierungen oder andere weitergegeben? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es natürlich da auch darum geht, welche politischen Auswirkungen eben auch solche Arbeiten haben. Und tatsächlich, also es ist eben auch an Regierungen gegangen. Also es ist auch Teil des Mare Clausums Bericht, was an die EU gegangen ist, was eben auch dazu gedient hat, um weitere rechtliche Schritte einzuleiten, weil eben die Parteien, die hier involviert waren, ja, wo es Menschenrechtsverletzungen gab und das eben dann auch zu Prozessen geführt hat. Also das ist tatsächlich auch immer wieder bei Forensic Oceanography, die mit zu Forensic Architecture gehören, dass die Aufarbeitungen, die sie machen, dass die eben auch genutzt werden für Gerichtsprozesse und um eben diese Fälle aufzuklären. Und es gibt tatsächlich auch noch eine Anhörung im Deutschen Bundestag von Charles Heller, wo er eben auch über die zivile Seenotrettung spricht, darüber spricht, warum die eben auch notwendig ist. Also auch da gibt es sozusagen nochmal dann die
politischen Folgen, die sich entwickelt haben und wo man eben auch sehen kann, dass die Arbeit, die Forensic Oceanography macht, dass sie eben auch einen direkten Einfluss hat auf die Regierungen. Ja, umso beeindruckender macht es auch diese Arbeit. Also wenn man auch davor steht und das auch weiß, geht es einem doch im Film auch noch mal näher. So ging es mir auf jeden Fall, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Danke, Ina, erstmal. Wir gehen weiter noch mal in die Historie. Wir hatten es ja schon gesagt, ein Staat hat die Aufgabe, seine BürgerInnen zu schützen. Im Katastrophen-, Krisen- und auch Fall und auch beim Ausbruch von Pandemien. Streitkräfte werden im Inneren und zur Verteidigung zum Angriff eingesetzt. Wir haben uns ja fast schon daran gewöhnt, dass Bundeswehrsoldaten im Zivilen gerade eingesetzt werden in der Pandemie. Angreifbar wurden zivile Bürgerinnen eines Staates erst durch den Luftkrieg im Ersten Weltkrieg. Die Staaten mussten Maßnahmen ergreifen, ihre Schutzfunktionen auszuweiten. Und es war klar, dass der Zweite Weltkrieg das bei Weitem übertreffen würde. Luftschutz, Apotheken, Gasmasken und Feuerlöscher sehen wir in der Ausstellung, oder Jürgen? Ja, das sehen wir. Aber wir gehen auch nochmal zurück hier in den Ersten Weltkrieg, zum Beispiel mit diesem Plakat. Also ich habe ja gesagt, dass dieser Bombenkrieg dann möglich wird und auch eskaliert. Und so beginnt nun die Frage, wie kann man eine Zivilbevölkerung in diesen Städten schützen, die ja nun Angriffsziele werden. Dazu gehören, wie gesagt, Bunkeranlagen. Die Bevorratung von Wasser, Brandwehren mussten bereitgestellt werden im Fall des Brandbombeneinsatzes, die Bevorratung von Lebensmitteln, von Verbandsmaterial im Fall von Verletzten. Aber was ganz wichtig war, war eben auch Information, und das wird an diesem Plakat Public Warning, ein britisches von 1915, deutlich, wo jetzt hier die Schattensilhouetten der deutschen Luftschiffe und Flugzeuge den Schattenrissen der britischen Flugzeuge und Luftschiffe gegenübergestellt werden. Es ging einfach darum, ein gegnerisches Luftfahrzeug möglichst schnell zu identifizieren, um natürlich auch sich gewahr zu werden, dass ein Angriff kommt, damit möglichst viel Zeit für die Zivilbevölkerung bleibt, eben Schutzräume aufzusuchen und entsprechende Maßnahmen zu treffen. Gleichzeitig musste man auch die eigenen Luftfahrzeuge erkennen, um sozusagen keine unnötigen Alarme auszulösen und die Industrieproduktion oder das zivile Leben aufgrund deren Erscheinens einfach immer wieder lahmzulegen. Wir haben jetzt hier neben diesem großen Plakat ein sehr kleines Exponat, nämlich diese Postkarte, die jetzt aus einem deutschen Verlag kommt und wo eben Kinder Luftkrieg spielen. Also diese Karte macht auf sehr beklemmende Weise auch deutlich, wie in dem Deutschen Kaiserreich diese Militarisierung der gesamten Gesellschaft bis in die Kinderzimmer, bis in das Kinderspiel vorangetrieben worden ist. Also hier wird nun mit einem solchen Blechzeppelin ein Angriff gestellt und andere Kinder spielen dann die Schutzsuchenden unter den Stühlen. Also das macht auf eine sogar sehr makabere und unerfreuliche Weise deutlich, wie dieser Bombenkrieg eben auch militärisch aufgeladen wurde. Simone, du hast ja auch vom Zweiten Weltkrieg gesprochen, da würde ich gern hier rüber gehen. Da haben wir auch Exponate zum Teil aus Friedrichshafen. Friedrichshafen wurde ja 1944 auch massiv zerstört, was wiederum eine Konsequenz auch der hier angesiedelten Rüstungsindustrie war. Als Beispiel haben wir diese Handlöschpumpe, also ein sehr provisorisches Hilfsmittel zur Bekämpfung von Brandbombenangriffen, war aber ab Mitte der 30er Jahre auf jedem deutschen Dachboden. Dann haben wir hier die Volksgasmaske, die sogenannte VM40, die von 32 bis 45 produziert worden ist, in der Stückzahl, dass etwa jeder zweite Einwohner des Deutschen Reiches eine solche hätte haben können, eigentlich viel zu wenig. Aber es gab neben all diesen Schrecken des Luftkrieges eben im Zweiten Weltkrieg Gott sei Dank keine Angriffe mit Gasmunition. Und hier wurde dann nun in solchen Tafeln, die überall hingen, also in Verwaltungsgebäuden, auf Bahnhöfen, in Schulen, im öffentlichen Raum, in Fabriken natürlich auch, das korrekte Anlegen dieser Gasmaske gezeigt, also quasi auch Volkserziehung zum Luftschutz, und das ist auch eine Form von Kriegsvorbereitung, die natürlich auch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs praktiziert worden ist. Danke, Jürgen. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, wollen wir doch ins Heute noch mal gehen. Nicht allen Bürgerinnen ist ja die staatliche Vorbereitung auf einen Krisenfall, geht ihnen weit genug. Sie bereiten sich unabhängig von jedem Staatsschutz vor und
horten Toilettenpapier, was wir kennen, über Nahrungsmittel, Medikamente. Sie bauen Bunker, horten Waffen und trainieren auch für die Extremfälle. Dahinter steht ein extremes Misstrauen gegenüber dem Staat, der in der Wahrnehmung der Prepper, so wie man sie nennt, nicht in der Lage ist, seiner Schutzfunktion nachzukommen. Einige Prepper versuchen, das Ende des Staates sogar aktiv herbeizuführen, indem sie die staatliche Souveränität unterwandern. Wir haben in der Ausstellung Künstlerinnen, die sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, Ina. Ja, das ist richtig. Ich stehe jetzt hier gerade schon in der Installation von Vera Drehbusch und Florian Egermann, die sich mit Prepper-Netzwerken beschäftigen und damit auch, wie divers die Szene eigentlich ist. Die reicht von Selbstversorgerinnen und Selbstversorgern bis hin eben zu, Simone hat das erwähnt, den Preppern, die eben auch Munition und Waffen sammeln, um sich auf einen staatlichen Umbruch vorzubereiten. Und die Installation der beiden besteht aus drei Elementen. Sie können im Hintergrund die Videoarbeit sehen, in der Zitate von Preppern durchlaufen. Das sind so Zitate wie: Das Klopapier ist das Gold der Krise oder man nennt mich die Endzeit-Lady. Also sehr prägnante Thesen, die so ein bisschen auch Einblicke geben in die Welt der Prepper. Wir haben dann hier ein Künstlerbuch liegen, das aus handgeschöpftem Papier besteht und auf dem Fotos aufgeklebt sind, die aus einer Stichwortsuche bei eBay entstanden sind, als das Wort Prepper gesucht wurde. Und wir haben als drittes Element diese Päckchen, die Sie hier an der Wand sehen können. Das sind vakuumierte Erdpäckchen, die Sie hier sehen können und die natürlich so ein bisschen auch an Notfallnahrung erinnern, die hier eben ja, aufbewahrt wurden für den Katastrophenfall. Und so ein bisschen erinnern Sie natürlich auf der einen Seite an Ländergrenzen, an Staatsgrenzen, gerade natürlich auch im Kontext von der Ausstellung Beyond States. Aber zugleich machen Drehbusch und Egermann so einen Widerspruch sichtbar, denn den Preppern geht es ja darum, Sachen zu bewahren, was eigentlich nicht zu bewahren ist. Denn die Erde, jetzt sieht sie noch sehr frisch aus, wir haben die Installation vor wenigen Tagen aufgebaut, aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Ausstellung wird die Erde wahrscheinlich Schimmel ansetzen. Und so ist das, was eigentlich bewahrt werden soll, gleichzeitig natürlich auch einem Verfall ausgesetzt. Und das Bewahren wird eigentlich ad absurdum geführt. Und die zweite Arbeit, die sich auch mit den Prepper-Netzwerken beschäftigt, ist die von Henrike Naumann, die Installation Tag X. Henrike Naumann beschäftigt sich vor allem mit extremen Prepper-Netzwerken, rechtsextremen Prepper-Netzwerken. Und sie hat dafür eine ganz neue Installation auch für das Zeppelin-Museum geschaffen, in denen sie sich eben mit den rechtsextremen Prepper-Netzwerken auseinandersetzt, vor allen Dingen mit dem Hannibal-Netzwerk, das aufgedeckt wurde vor einigen Jahren und wo Staatsangestellte Waffen, Munition gesammelt haben, um sich auf den staatlichen Zusammenbruch vorzubereiten. Ich möchte aber gar nicht so viel über die Arbeit sprechen, denn wir haben für Sie vorab ein kurzes Video gedreht, um Einblicke in die Installation zu geben und Sie hören dazu die Künstlerin aus dem Off, die über ihre Arbeit spricht. Die Installation Tag X ist ein ehemaliger Optikerladen aus Münster, der in den 90ern von einem Architekten so gebaut wurde und sehr, als ich den gesehen habe, auf Kleinanzeigen mich so sehr beschäftigt hat, weil das sehr, ja, irgendwie sehr zackiges, krasses Interior Design für so einen Optiker ist, wo dann, als ich die Bilder so die gesehen habe, schon bei mir im Film so vollen Film ablief. Und so kam dann die Idee, dieses Optiker-Interieur zu überführen in eine Ladeneinrichtung für ein Prepper-Geschäft. Also so würde ich vielleicht auch ja die Installation Tag X beschreiben. Also so einen Laden, wo man reingehen kann und eigentlich sehen kann, wie Designer Möbel, Objekte am Tag X als Waffen umfunktioniert werden können.
Und so kam dann die Idee, mit Designer-Haushaltsgeräten zu arbeiten, also mit Designermöbeln, mit Zitronenpressen, mit Stühlen, mit allem, was auch so ein bisschen Statussymbole, Design-Statussymbole in Deutschland dafür sind, dass man irgendwie ja so eine gesicherte Existenz vielleicht hat und sich diese Objekte leistet, also den Massebräuerstuhl oder so eine Alessi-Zitronenpresse, also alles auch Dinge, die irgendwie Status erzielen in Deutschland. Und die habe ich uminterpretiert als Waffen, also als Waffen, an denen man dann am Tag X die eigenen Privilegien in der Gesellschaft verteidigen kann. Das war die Zeit, also letztes Jahr war ja Wahlkampf, unter anderem in Brandenburg, wo dann auch die AfD mit Vollende die Wende eigentlich so die ganze 89-Mauerfall-Erinnerung so aufgegriffen hat und so sich selber in so eine revolutionäre Tradition von 89 gestellt hat, Vollende die Wende und Wende 2.0. Und ich war da auch auf so einer Geschichtstagung der AfD, wo dann ehemalige Oppositionelle, die jetzt sich für die AfD engagieren, darüber gesprochen haben, wie jetzt eigentlich wieder ein Systemwechsel anstehen muss. Und das alles ist so bei mir dann so kulminiert, dass ich gemerkt habe, okay, ich möchte weiter an dieser Arbeit arbeiten. Wir haben ein neues Video produziert und dann diese 89-Erinnerungen, die mit 30 Jahren Mauerfall stattgefunden haben im November letzten Jahres, so ein bisschen manipuliert oder ergänzt um so eine Erzählung von einem fiktiven Umsturz, der stattgefunden hat im Jahr 2019 und eigentlich mit den Floskeln und den Erzählungen der Erinnerung an 89 und die friedliche Revolution von einem Umsturz von rechts zu erzählen. Ja, das ist wirklich eine sehr beeindruckende Arbeit von Henrike Naumann, Tag X. Und wir freuen uns sehr, dass sie auch neu nochmal hier interpretiert worden ist von ihr für uns hier im Zeppelin-Museum. Ina, wir schalten nochmal zu dir. Du stehst ja noch vor der Arbeit von Drehbusch und Eggermann. Eine Frage, die uns erreicht hat, würde ich dir gerne nochmal stellen. Was ist der Unterschied zwischen Vorrat anlegen und Preppen? Die Regierung selbst empfiehlt doch auch Vorräte anzulegen. Und gibt es denn in Deutschland eine Prepper-Szene? Das mit dem Unterschied ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, weil Prepper heißt ja zunächst erstmal nur prepare, sich vorzubereiten. Also das hat ja eigentlich gar nicht dieses Negative, wie wir es vielleicht dann manchmal auch aus den Medien dann gewohnt sind. Und jetzt erstmal sozusagen Lebensmittel oder Medikamente zu sammeln für gewisse Krisenzeiten ist ja sozusagen noch nicht dieses Extreme, was gerade ja Henrike Naumann thematisiert, also wo es ja natürlich in eine ganz krass andere Richtung, in eine radikalisierende Richtung geht. Also wahrscheinlich muss man das unterscheiden zwischen dem einfach nur Nahrung zu sammeln, falls halt mal der Strom ausfällt oder kurzfristig kein Wasser verfügbar ist, hin zu den Leuten, die sich radikalisieren, um auch vielleicht einen Umsturz herbeizuführen oder um dann die Situation zu nutzen, um diesen Umsturz zu verstärken. Also da muss man wahrscheinlich dann nochmal die Trennung ziehen. Und die Prepper-Netzwerke in Deutschland, also ja, die gibt es auch. Also natürlich sind die weltweit noch mal stärker vertreten, vor allen Dingen auch in den USA gibt es eine sehr, sehr große Szene, aber auch in Deutschland gibt es eine Prepper-Szene, das sieht man dann auch in der Videoinstallation von Drehbusch und Eggermann, wo dann Diskussionen auch geführt werden, wie viel Mehl muss man jetzt aufbewahren, um einen Monat zu überleben. Also das sind auch sehr, sehr konkrete Diskussionen, die da in Prepper-Foren geführt werden. Ja, wir gehen nochmal zu Henrike Naumanns Arbeit. Da haben wir eine Frage über YouTube bekommen. Ist so eine Arbeit, also die von Naumann, nicht gefährlich? Also zu zeigen, wie man aus allem Waffen machen kann, bringt das nicht Leute auf Ideen mit zwei Fragezeichen? Das ist natürlich eine interessante Frage, aber es geht ja in der Arbeit natürlich auch darum, das aufzuzeigen, dass es eben gerade diese Radikalisierungen gibt. Und das ist natürlich erstmal etwas Fiktives, weil das kann ja an sich jeder Gegenstand sein, den man zur Waffe umfunktionieren kann. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie
verschwimmend natürlich dann auch diese Grenzen sind, dass es quasi jeder Gegenstand sein könnte, den man zur Waffe machen könnte. Also es hängt natürlich dann auch immer von dem Gebrauch und den Personen ab. Also deswegen ist das natürlich ja nicht unbedingt von, also von uns ist das natürlich nicht die Intention, dann darauf hinzuweisen, sondern es ist eher die Absicht eben zu zeigen, es gibt sich radikalisierende Gruppen in der Gesellschaft und die können eben die verschiedensten Gegenstände benutzen, um sie zu Waffen umzufunktionieren. Genau, also es geht natürlich ja auch wirklich darum zu zeigen, ja, wie Radikalisierung auch funktioniert, da auch diesen Gegensatz zu 89, ja, und dann auch zu heute, den sie gezogen hat, den ich ja auch sehr interessant finde. Danke, Ina, erstmal. Ich würde jetzt noch mal gerne hier ins Studio zurückgehen zu Claudia Emmert. Claudia, nun haben wir relativ viel ja schon gehört, gesehen in diesem komplexen Themenbereich Beyond States. Vielleicht fassen wir es noch mal kurz ein bisschen zusammen, was wir alles gerade so gehört haben und ja, welche Themen wir schon gestriffen haben. Ja, was man schön sehen kann, ist eben, dass diese Ausstellung geprägt ist von zwei Ebenen. Also wir haben die Erzählung, die historische Ebene mit den Luftschiffen und dann eben die zeitgenössischen Künstler. Aber was man auch sehr schön sehen kann, ist, wie die Themen doch auch zusammenhängen. Ne? Also wie über den Luftkrieg, der eben im Ersten Weltkrieg entsteht, dann auch die Bevölkerung aufgerufen wird, sich selbst zu schützen, neben den Schutzprogrammen, die natürlich der Staat auflegt und den Schutzmaßnahmen, die er zur Verfügung stellt. Und das entwickelt sich dann so weiter bis zum Preppertum, bis in die Gegenwart. Und es gibt ja auch bis heute immer noch auch die Anweisungen, wissen ja viele nicht, es gibt ja immer noch Listen, welche Vorratshaltung sinnvoll wären, also dass man 14 Tage zumindest mal überleben könnte, wenn alles andere abgeschnitten wäre. Was man auch in der Ausstellung sehen kann. Was man auch in der Ausstellung sehen kann mit der tollen Arbeit wirklich, also ja, auch von genau, Henrike Naumann und Träger. Drehbusch und Egermann. Was wir auch gesehen haben, ist, was passiert mit den Meeren? Also einmal natürlich dieses Neolibertäre, das heißt, ich gehe in internationale Gewässer, um dort ein Seasteading-Institut irgendwann mal umzusetzen, also im Grunde das Meer zu besiedeln auf Inseln. Aber es gibt eben dann auch die Situation, dass Menschenrechte sehr verletzt werden, eben bei der Flüchtlingsfrage. Also das ist einfach schön zu sehen, glaube ich, wie sich hier auch wie ein Thema mit dem anderen zusammenhängt. Mhm. Genau. Und ein paar Themenbereiche haben wir, oder wir haben die Themenbereiche gesehen, aber nicht die Exponate dazu. Ne? Von Seasteading haben wir ja auch noch eine Videoarbeit. Ja. Was ich nochmal wirklich interessant finde, ist natürlich auch, wie die Recherche eigentlich funktioniert hat für so eine Ausstellung, für so ein komplexes Thema. Und da sind wir ja einen neuen Weg gegangen, dass wir die Recherche auch offengelegt haben im Debatorial. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Worte zu sagen. Ja, das ist jetzt natürlich der Vorteil. Also wenn Sie das Debatorial nochmal durchforsten, dann können Sie zum Beispiel die Podiumsdiskussion zur Flüchtlingsfrage nochmal anhören oder das Interview, das Ina Neddermeyer mit Henrike Naumann geführt hat, kann man nochmal nachhören. Wir haben aber auch die künstlerischen Arbeiten ins Internet gestellt. Das heißt also, das Video von Forensic Oceanography können Sie im Debatorial auch anschauen. Alle anderen Exponate sind mit Fotos vertreten. Wir haben aber darüber hinaus auch große Linklisten, umfangreiche Linklisten, mit denen wir nochmal aus dem Debatorial hinausführen und Ihnen zeigen, wo wir recherchiert haben, wo wir nochmal interessante Informationen gefunden haben. Und es gibt dann auch auf dem Debatorial nochmal Bereiche, die darüber hinausgehen, also Themen, die wir jetzt in der Ausstellung zum Beispiel nicht angerissen haben. Wie stellt sich der Staat eben auf in der Corona-Krise oder welche Auswirkungen hat es auf die Gesellschaft? Diese Themen haben wir dann intensiver nochmal in separaten Kapiteln des Debatorials ausgebreitet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da immer noch mal wieder reinzuschauen und natürlich auch da auch weiter zu kommentieren und das weiter noch ja, zu füllen, denn viele Dinge sehen Sie dann auch nachher hier in der Ausstellung. Also es wird auch weiterhin auch immer wieder zurück hier in die Ausstellung gespült, sage ich jetzt mal. Nun gehen wir in den nächsten Bereich.
der Ausstellung, nämlich in das zweite Obergeschoss. Da steht Ina schon bereit, ich sehe sie. Es geht um das Wir, wie es da oben hier auch so schön steht. Die Staatsbürgerschaft regelt ja die Zugehörigkeit zu einem Staat. Es gibt Menschen mit mehreren Staatsbürgerschaften, aber auch Personen, die keine Staatsangehörigkeit haben. Grobe Schätzungen gehen von 10 Millionen Staatenlosen weltweit aus. Andererseits kann man sich Staatsangehörigkeit aber nicht per se aussuchen. Das Konzept der Staatszugehörigkeit wird heftig diskutiert. In der Corona-Pandemie, wir hatten es schon angesprochen, wurde Staatszugehörigkeit jedoch wieder enorm wichtig und ja, man hat sich eigentlich darauf wieder ein bisschen zurückgezogen. Staaten kümmern sich ja zuerst um ihre eigenen Bürgerinnen. Bei der Vergabe des Impfstoffs dominieren nationale Interessen, wie wir gerade ja sehr sehen. Ein Wettbewerb entsteht, der besonders die Staatenlosen zurücklässt. Ina, du jetzt im zweiten OG bist angekommen. Zwei Künstler haben sich sehr intensiv mit diesen Themen der Staatsbürgerschaft beschäftigt. Ja, also wie Sie sehen, ich bin jetzt im zweiten Obergeschoss. Es ist ein ganz anderes Setting hier auch. Also wir haben das auch bewusst gewählt, dass sich das nochmal sehr stark auch von dem Untergeschoss unterscheidet. Und es gibt zwei Arbeiten in der Ausstellung, die sich vor allen Dingen mit der Zukunft von Staatsbürgerschaft auseinandersetzen und nochmal so ein bisschen ausloten, welche Alternativen gibt es eigentlich zu der klassischen Staatsbürgerschaft, die eben an ein Territorium gebunden ist. Und wir sehen hier zum einen die Arbeit von James Bridle, Citizen X. Das ist eine Webanwendung, die Sie sich alle auch sehr gerne runterladen können. Wir haben natürlich auch hier in der Ausstellung eine stationäre Anwendung, die man dann hier eben auch ausprobieren kann. Und James Bridle fragt danach, ob es nicht mehr Sinn macht, algorithmisch seine Staatsbürgerschaft zu bestimmen. Und man kann eben hier ganz normal im Internet surfen, die Webseiten aufrufen, die man gerne möchte. Und im Hintergrund läuft eine Anwendung ab, die aufzeichnet, welche Daten verschickt werden, welche reinkommen und so quasi aufschlüsselt, welche Staatsbürgerschaft man eigentlich haben müsste aufgrund der Daten, die man eben im Internet hinterlässt. Und man kann das hier dann ganz schön sehen, dass das aufgeschlüsselt wird. Wir haben im Vorfeld schon ein paar Webseiten aufgerufen. Also hier ist es aufgeschlüsselt mit USA, 67%, Deutschland sind nur 11%, China 11% und Russland 11%. Also wo man ganz gut sehen kann, dass es eben einmal abhängig ist von dem Standort, an dem man sich befindet, aber natürlich auch, was ruft man für Webseiten auf? Wo stehen die Server, zu denen diese Webseiten gehören? Und das alles hilft halt eben dann dazu, dass man eben diese algorithmische Staatsbürgerschaft bestimmen kann. Und eine zweite Arbeit, die sich auch mit der Zukunft von Staatsbürgerschaften auseinandersetzt, ist die Arbeit von Christopher Cullendron Thomas, die er gemeinsam mit Annika Kuhlmann realisiert hat und die Sie jetzt schon hier hinter mir sehen können. Die Installation besteht einmal aus der Videoarbeit und aus diesen Sitzmöbeln, die Sie hier vorne sehen können. Und die Frage, die Christopher Cullendron Thomas stellt, ist, welche Auswirkungen hat eigentlich der digitale Wandel, die verstärkte Globalisierung, die Netzwerke, die sich weltumspannend herausbilden, welchen Einfluss hat das auf unser Verständnis von Staatsbürgerschaft? Und er schlägt ein alternatives System vor, nicht die klassische Staatsbürgerschaft, sondern eine Art flexible, fluide Staatsbürgerschaft, die die Bürgerinnen und Bürger frei wählen können. Das heißt, man wird nicht in ein bestimmtes System hineingeboren, sondern kann sich eben frei und flexibel dafür entscheiden. Und der Hintergrund für diese Arbeit ist eine persönliche, biografische von Christopher Cullendron Thomas. Seine Eltern sind aus Sri
Lanka. Und in Sri Lanka gab es bis 2009 den unabhängigen Staat Tamil Eelam, der dann 2009 durch einen brutalen Bürgerkrieg beendet wurde. Und in Tamil Eelam hat man schon sehr früh versucht, einen Staat aufzubauen, der auf anderen Prinzipien beruht, der sich jenseits von einem Kastensystem aufbaut, ein System, was versucht, ohne Hierarchien zu arbeiten, also sozusagen nochmal ein progressiveres Miteinander zu erschaffen. Und aufbauend auf diesem historischen Staat, den es heute nicht mehr gibt, schlägt Christopher Culandron Thomas das New Eelam vor, ein neues Eelam. Und er arbeitet dafür mit Architekten, mit Designern zusammen, um eben diese Idee einer flexiblen Staatsbürgerschaft zu realisieren. Und Sie sehen hinter mir die Möbel, die ganz neu auch für diese Ausstellung entstanden sind. Die hat Christopher Culandron Thomas gemeinsam mit anderen Designern, mit New Tendency, einem Designerkollektiv aus Berlin, entwickelt, die eben auch nochmal das System der flexiblen Staatsbürgerschaft auf das Design übertragen. Und es gibt hier ein ganz zentrales Element bei den Sitzmöbeln, und zwar ist das dieses Verbindungsstück, das Sie hier sehen können, mit dem es möglich ist, eben diese Bänke zusammenzubauen, aber auch Stühle. Also das heißt, man kann sehr schnell und flexibel Möbel zusammenbauen, wieder neu aufbauen und so eben die Mobilität, die flexible Staatsbürgerschaft auch ja, sehr unmittelbar umsetzen. Und diese Entwürfe beruhen eben auch auf einer tamilischen Architektin, Man Mahal ist ihr Name, und Christopher Culandron Thomas hat dafür quasi ein zeitgenössisches Design entwickelt. Ja, ich finde, das zwei ganz starke Arbeiten zum Thema Staatsbürgerschaften, die es auch sehr unterschiedlich beleuchten, also algorithmisch und fluide, wie du es ja gerade auch genannt hast. Wir haben dazu auch eine Frage bekommen, die ich sehr interessant finde, nämlich, was spricht denn gegen Staatsbürgerschaften? Ne? So, das klingt ja immer so ein bisschen raus, auch bei der Arbeit, die an Nationalstaaten gekoppelt sind. Also warum soll es das nicht geben? Also Sie haben natürlich erstmal was sehr Exklusives. Das heißt, es hängt immer davon ab, auch in welchen Staat werde ich hineingeboren. Das kann natürlich ein Staat sein, der mir sehr viele Rechte eröffnet, sehr viele Privilegien. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr viele repressive Staaten, wo es viel mehr Unterdrückung gibt, weniger Rechte. Und es ist nicht eine Entscheidung, die ich frei treffen kann, sondern etwas, was für mich entschieden wird. Und das ist natürlich ein negativer Aspekt an den klassischen Staatsbürgerschaften, sage ich mal, was natürlich die flexible Staatsbürgerschaft so ein bisschen versucht zu umgehen, dass es quasi, dass die Bürgerinnen und Bürger sich frei entscheiden können. Also dass die Staaten mehr natürlich auch in der Bringschuld sind, dass sie die guten Angebote machen müssen an die Bürgerinnen und Bürger, damit diese sich dazu entschließen, Teil des Staates zu werden. Also es kehrt das Verhältnis natürlich auch nochmal so ein bisschen um. Die Bürgerinnen und Bürger, die viel mehr Freiheiten und Rechte erhalten. Ja, da ist auch direkt eine Frage im Debatorial nochmal an uns gestellt worden, wo es um diese Freiheiten geht, was vielleicht auch der Umkehrschluss sein kann. Nämlich, wenn wir flexible Staatsbürgerschaften haben, führt es nicht dann auch dazu, dass einige Länder zu wenig Staatsbürger hätten? Und wie funktioniert das dann in einem Staat? Also wie wird er finanziert und wo zahlt man Steuern? Also führt es nicht vielleicht auch zum Ende von einem Staat? Ja, das sind natürlich jetzt ganz konkrete Nachfragen auch. Also wie das dann mit den Steuern funktioniert, das muss man wahrscheinlich nochmal schauen. Aber natürlich hat das dann auch einen großen Einfluss darauf, wie auch die Staaten aussehen. Und ja, wahrscheinlich gibt es dann auch Staaten, die weniger Bürgerinnen und Bürger haben, weil sie vielleicht auch weniger attraktiv sind. Also das ist natürlich so ein Grundprinzip auch, dass sich dann da die Bürgerinnen und Bürger auch sammeln, wo ihre Rechte vertreten werden. Und dann sind andere vielleicht dann eher in der Bringschuld und müssen eben mehr Freiheiten, mehr Rechte auch etablieren. Also das ist so ein bisschen auch das Grundkonzept, dass die Staaten aktiv werden müssen, um eben auch die Bürgerinnen und Bürger zu halten.
Danke Ina schon mal für die Beantwortung der Fragen. Der nächste Komplex schließt da eigentlich auch direkt an, nämlich der Besitz von Staatsbürgerschaften hat auch eine symbolische Verbindung der Bürger untereinander, also nicht nur der Staat und wo man seine Steuern zahlt, sondern da ist natürlich auch viel Symbolik mit dabei, was eben auch bis zur Ausgrenzung von Nichtstaatsbürgern führen kann. Bestimmte regionale und nationale Identitäten können auch zu einer Gruppenbildung führen und einer Abgrenzung führen, sogar so weit, dass Bewohnerinnen einer Grenzregion sich den Staatsbürgern aus dem Nachbarland eigentlich doch viel näher fühlen. Jürgen, du hattest dazu ein Gespräch mit dem dänischen Historiker Sten Bo Frandsen über die deutsch-dänische Grenzziehung seit dem 19. Jahrhundert. Ein sehr spannendes Gespräch, was man auch noch nachhören kann auf dem Debatorial. Es ist ein Volksentscheid, 1920 hat dazu geführt, wie diese Grenze gezogen wurde. Und das Spannende daran fand ich eigentlich, dass es in diesem demokratischen Prozess herauskam, dass es Staatsbürger gab, die zum Beispiel auf der deutschen Seite, die sich sehr viel stärker mit der dänischen Seite verbunden fühlten. Also die Gruppenbildung über diese Grenzen hinausging. Und wir haben dazu in der Ausstellung selbst ja auch einen interaktiven Teil, wo man selber darüber nachdenken kann, zu welcher Staatsbürgerschaft man gehören will. Und bin gespannt, Jürgen, zeigt es uns. Also hier einfach machen, oder? Ja, ich glaube, Jürgen hört uns gerade nicht so richtig. Vielleicht kann man ihm sagen, dass er jetzt einfach starten darf mit seiner interaktiven Weltkarte. Wir haben gerade sehr viel Interessantes gehört über alternative Konzepte von Staaten, über algorithmische Staaten, über fluide Staaten, über den Wechsel von Staatsbürgerschaften. Aber Tatsache ist natürlich, dass heute die Masse der Menschheit auf dieser Welt eben in territorial gebundenen Nationalstaaten lebt. Und wir haben hier für unsere Besucherinnen und Besucher in dieser Ausstellung diese wunderbare Weltkarte, in der alle, ich glaube, 193 Nationen, die es gerade auf der Welt gibt, vorhanden sind. Und Sie haben jetzt auch gern auf dem Debatorial später oder wann Sie Lust haben, die Möglichkeit, Ihre eigene Staatsbürgerschaft einzugeben. Und insofern Sie mit dieser unzufrieden sind, sich eine Wunschstaatsbürgerschaft auszusuchen. Ich würde das jetzt einfach mal demonstrieren. Ich gebe jetzt hier einfach mal irgendeine ein, dann zoome es dahin. Aha. Und dann bin ich damit unzufrieden und gebe eine andere ein. Und diese Ergebnisse, die werden hier natürlich, ich nehme jetzt die Abstimmung vor, die werden hier natürlich gesammelt. Und unsere Hoffnung ist dann, dass im Laufe der Ausstellung und auch über das Debatorial natürlich immer mehr Bewegungen hier abzulesen sind, welche Staatsbürgerschaften eben weniger beliebt oder weniger stark sind, wie man sagt, und welche einfach gewünscht werden. Es ist ja so, dass eine Staatsbürgerschaft für die meisten etwas völlig Selbstverständliches ist. Die meisten haben eine. Simone hat die Zahl der Staatenlosen erwähnt, die geschätzten etwa 10 Millionen, die es weltweit gibt. Und eine Staatsbürgerschaft ist normalerweise ja eine Art von Vertrag zwischen einem Staat und seinen Institutionen und seinen Bürgerinnen und Bürgern. Und in einem Rechtsstaat ist es normalerweise auch irgendwo auf Gegenseitigkeit. Diese staatenlosen Menschen haben nun ein großes Problem, nämlich das, dass sich um sie kein Staat kümmert. Das heißt, sie sind isoliert von jeder Form von Bildung, von Rechtsprechung, von Gesundheitsvorsorge, von Sozialfürsorge, von Altersversorgung, all diesen Dingen, die man in einem normalen, funktionierenden Sozialstaat einfach hat. Die Corona-Pandemie ist in der Hinsicht natürlich besonders interessant, denn man hat ja so den Eindruck, als ob ein Wettbewerb zwischen Staaten und Regierungen besteht gerade. Wer bekommt den meisten Impfstoff? Wer geht am besten mit dieser Krise um? Auf der anderen Seite macht es aber natürlich auch deutlich, das Virus kennt keine Grenzen, dass man dieses ganze Problem und eben viele andere Probleme, die wir derzeit auf der Welt haben, einfach nur in globalisierten und internationalen Systemen lösen kann.
Ja, das ist das eine, dass man das nur international lösen kann. Aber wir sehen ja auch in der Corona-Pandemie, dass es sehr national auch bestimmte Sachen gelöst werden. Ja. Und dass es natürlich einen großen Unterschied gibt, auch von der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, von der Welt, die über mehr Mittel, finanzielle Mittel verfügt als andere Länder. Und da kam auch eine Frage, die ich dir dazu stellen möchte. Mhm. Wie würde es die Welt denn verändern, wenn man Staatsbürgerschaften kaufen könnte? Wenn man sie kaufen könnte, das wäre für meine Begriffe kein guter Weg, denn letztendlich würden ja reiche Staaten, die ihren Bürgern viel bieten können, würden ja sozusagen attraktiv werden für Menschen, die sich sozusagen das Einkaufen in diese Staaten leisten können. Das heißt, sie werden immer interessanter, aber auch immer exklusiver, und es würde letztendlich schwächere Staaten in einer fatalen Weise austrocknen und würde sozusagen die Reich-Arm-Schwelle, die wir ja heute auf der Welt natürlich auch haben, verstärken, verschieben, was auch immer. Aber ich glaube, es wäre keine gute Entwicklung. Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass es diskutiert wird und wir haben ja auch in unserer Recherche das auch gesehen, also dass es da ja auch Plattformen gibt, wo man über den Kauf auf jeden Fall nachdenken kann. Genau. Danke Jürgen erstmal, wir kommen eigentlich gleich auch wieder zu dir zurück. Mhm. Wir gehen nochmal zu den Staatssymbolen, die ja sehr emotional aufgeladen sind und die zur Identifikation mit den Bürgerinnen ja sehr, sehr wichtig eigentlich auch sind. Wir kennen die Flaggen, wir kennen die Orden, Wappen, aber auch Gebäude, Rituale, Hymnen, Hauptstädte, Feiertage, alles sind eigentlich Staatssymbole. Zeppeline dienten früher auch zur Identifikation. Insbesondere konservative und nationalsozialistische Parteien warben mit ihnen für ihre politischen Ziele. In den 1930er Jahren, nutzten die Nationalsozialisten die damals weltbekannten Luftschiffe zur propagandistischen Festigung ihrer Machtansprüche. Jürgen, dazu, ja, da sehe ich es schon, haben wir natürlich einiges auch in der Ausstellung. Ja, da haben wir sehr viel und sehr Eindrucksvolles. Das, was du angesprochen hast, diese besondere, in Deutschland identitätsstiftende, propagandistische Wirkung der Zeppeline, gründet ja in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also im Deutschen Kaiserreich. Und ein wichtiger Faktor, also auch andere Nationen haben Luftschiffe entwickelt, aber man nimmt ja heute auch in der Rückschau die Zeppeline als etwas sehr spezifisch Deutsches wahr, und das ist sicher irgendwo auch richtig. Eine Ursache ist sicher die Volksspende von Echterdingen 1908, als er ein Luftschiff des Grafen Zeppelin verbrannte und es dann eine breite Spendenbewegung gab, und dadurch wurde das Luftschiff sozusagen zu einem partizipativen Element, zu einem Element von Teilhabe, zu einem nationalen Anliegen, zu dem jeder sein Schärflein beigetragen hat. Und im Ersten Weltkrieg war ja die militärische Verwendung, die militärisch eine Enttäuschung war, aber die natürlich auch bedeutet hat, dass nach dem Ersten Weltkrieg die verbliebenen Luftschiffe abgeliefert werden mussten an die Siegermächte und es durch den Versailler Friedensvertrag eben für einige Zeit ein Bau- und Betriebsverbot nicht nur für Luftschiffe, sondern für jede Art von Luftfahrzeugen gab. Und so wurde dieses Luftschiff, und das machen diese Wahlplakate aus den 20er Jahren sehr deutlich, sozusagen zu einer Art von Traum von etwas Verlorenem, auch ein Symbol von Trotz gegenüber dem Versailler Friedensvertrag. Und so wundert es auch nicht, was die beiden kleinen Plakate außen zeigen, dass eher die Weimarer Republik ablehnende reaktionäre Parteien, wie in diesen beiden Fällen die Deutschnationale Volkspartei, mit dem Luftschiff warben. Aber nicht nur. In der Mitte haben wir hier den Deutschen Republikanischen Reichsbund, der hier eindeutig auffordert, die Republik zu wählen und in seinem Plakat auch wirklich die Nationalfahnen der Farben der Weimarer Republik, nämlich das Schwarz-Rot-Gold, zeigen. Im Gegensatz zu der anderen Partei, die hier das Schwarz-Weiß-Rot zeigt. Und es gab ja in der Weimarer Republik eine innenpolitische Kontroverse, welche Fahne nun die richtige sei, also welche die Nationalfahne ist. Und man löste das mit einem Kompromiss, indem man sagte, Schwarz-Rot-Gold bleibt die Staatsfahne, aber Schwarz-Weiß-Rot, das Rückwärtsgewandte, geht in die Kriegsflagge, in Handelsflaggen, in Dienstflaggen ein. Und das spiegelt aber natürlich auch die Gespaltenheit dieser Republik, denn das Bekenntnis zu der jeweiligen Farbe bedeutet auch, welches Verhältnis man zu diesem Staat einnahm.
33, das hast du auch angesprochen, Simone, ändert sich das dann nochmal in einer ganz anderen Weise, weil nämlich die Nationalsozialisten sofort dieses Luftschiff, das ja inzwischen auch ein mit großer Sympathie in der Welt betrachtetes Phänomen war, ein interkontinentales Verkehrsmittel, ein Gerät, mit dem man Pionierfahrten gemacht hat. Und die Nationalsozialisten nahmen das natürlich billigend in Kauf, diese Akzeptanz und dieses Aushängeschild, das dieser Zeppelin für den deutschen Staat war, indem sie ihn eben sofort in ihre Propagandamaschinerie einbahnten. Am 1. Mai 1933 schon war das Luftschiff Graf Zeppelin auf dem Tag der deutschen Arbeit, wie das damals hieß. Die Schiffe fuhren zu den Reichsparteitagen in Nürnberg. Die Hindenburg war brandneu, auch als technische, weltweit anerkannte technische Leistung über der Eröffnung der Olympischen Spiele in Berlin. Und es gab eine große Wahlpropagandafahrt der beiden existierenden Schiffe, Graf Zeppelin und Hindenburg, über das gesamte damalige deutsche Reichsgebiet. Und zu der Propagandamaschinerie gehörte das Abwerfen von Propagandazetteln, die aufforderten dein Ja zum Führer, das Abwerfen von Hakenkreuzfähnchen. An Bord der Schiffe war ein Wahllokal eingerichtet, wo Abstimmungen stattfanden. Also wirklich integraler Bestandteil dieser Propaganda und aufgrund der Größe und der emotionalen Aufladung eben auch ein sehr eindrucksvoller. Das Ende der kommerziellen Passagierluftschifffahrt mit Zeppelin-Luftschiffen, nämlich die Katastrophe von Lakehurst am 6. Mai 1937, wird dann nochmal sozusagen als Abgang ein spezielles Ereignis. Und das haben wir in der Ausstellung mit diesen Kranzschleifen. Die Beerdigungen der einzelnen Toten, insbesondere der Besatzungsmitglieder, die alle an ihren Heimatorten bestattet wurden, wurden zu regelrechten Staatsbegräbnissen aufgebaut. Diese Schleifen stammen von der Beerdigung eines ganz jungen Maschinisten, Robert Moser, der in Lakehurst sein Leben verlor. Und da sieht man nun, wie in dieser gleichgeschalteten nationalsozialistischen Gesellschaft hier alles Flagge zeigt und Hakenkreuz zeigt, also auch die untergeordnete Behörde, die NSDAP-Kreisleitung in Oberndorf, die Hitlerjugend, der Arbeitgeber Mosers, die deutsche Zeppelin-Reederei, ein Oberbürgermeister, aber eben auch der Reichsminister der Luftfahrt, Hermann Göring, ein ganz wichtiger und mächtiger Mann im Hitlerstaat. Und letztendlich waren diese Bestattungen, auch die in Friedrichshafen, ein Meer von Hakenkreuzen. Und auch die Presse appellierte an Heldentum, an Weitermachen. Und letztendlich wird hier auch schon eine Kultivierung von Opfertum und von Gefallenen vorprogrammiert für den Krieg, der ja dann kam. Ja, das zeigt ja auch, wie emotional, wahnsinnig aufgeladen diese Staatssymbole sein können. Dazu gab es auch eine Frage, die ja wirklich auch nicht ganz so einfach, glaube ich, zu beantworten ist. Aber wie beurteilen Sie es, wenn Bürgerinnen Staatssymbole für sich beanspruchen und umdeuten? Also ich denke da an die Querdenker mit Reichskriegsflaggen oder Pegida mit Wir sind das Volk rufen. Ja, ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil wir alle diese Bilder von dieser sogenannten Erstürmung des Reichstags mit diesen schwarz-weiß-roten Fahnen vor Augen haben. Aber hier lehrt ja auch wieder ein Blick in die Geschichte, was das bedeutet und welcher Geist dahinter steckt. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es diesen Flaggenstreit in Weimar gab, in der Weimarer Republik. Und wir haben ja heute das Schwarz-Rot-Gold. Und letztendlich ist das Zeigen, das öffentliche Zeigen von Schwarz-Weiß-Rot ein Bekenntnis gegen unseren demokratischen Staat, genauso wie es in der Weimarer Republik die Fahne und das Bekenntnis derjenigen waren, die diese Republik ablehnten und die sich eine Rückkehr zu, naja, undemokratischen und mehr autoritären Verhältnissen, die eher an das verloren gegangene Kaiserreich anknüpften, die sich eher danach zurücksehnten. Und so ist es letztendlich auch heute. Und das Schwarz-Weiß-Rot ist ja auch in enger Verbindung mit Reichsbürgern und solchen Gruppierungen. Du hast ja auch Pegida erwähnt. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass das aus den öffentlichen Straßenbildern verschwindet. Ja, danke Jürgen für diese wirklich klaren Worte, die man, glaube ich, da auch finden muss. Und das finde ich wirklich toll, dass wir das hier auch nochmal so deutlich sagen können. Damit gehen wir weiter zum nächsten Exponat, was auch wirklich auch nochmal daran anschließt, was Jürgen gerade gesagt hat. Denn das, was der Reichsbürger ja auch häufig will, ist natürlich die Ausgrenzung. Und staatenlose Personen werden natürlich in ganz vieler Weise ausgegrenzt. Sie
haben kein Recht auf Bildung, sie haben keine elementaren Grundrechte und sie können sich in dieser rasant, rasch verändernden Welt wenig Gehör verschaffen. 2012 hat Jonas Stahl den New World Summit initiiert. Das ist eine Art Parlament für staatenlose Organisationen. Der Kongress hat mehrmals bisher stattgefunden an verschiedenen Orten. Es gibt es temporär, aber auch längerfristig angelegte Projekte. Und ein Satz, den Jonas Stahl bei dem Gespräch, das wir letzte Woche geführt haben bei der Online Assembly, ist mir sehr im Kopf geblieben, als er sagte, dieses Parlament, dieses fiktive Parlament ist nicht real und es ist nicht Fiktion. Es ist aber zu real, um nicht gesehen zu werden. Und ich finde, das sagt schon wahnsinnig viel über diese Arbeit, die künstlerische, politische Arbeit von Jonas Stahl aus und zeigt aber auch, dass es sicher nicht ganz unumstritten ist, diese Arbeit, oder Ina? Ja, das ist in der Tat so. Es gibt immer sehr kontroverse Diskussionen, weil tatsächlich einige Organisationen, die an dem Kongress teilgenommen haben, als Terrororganisationen gelten und im Zuge des Kampfes gegen den Terror eben als solche auch eingestuft wurden. Und für Jonas Stahl war es aber gerade das Ziel, mit Organisationen, die als Terrororganisationen gelten, denen oftmals die Staatsbürgerschaft entzogen wird oder die vorher schon staatenlos war, gerade mit diesen Organisationen ins Gespräch zu kommen, um eben auch auszuloten, was sind ja die Ideen, was haben sie für ein demokratisches Verständnis eben auch und um so eben auch die Debatte und den Diskurs zu stärken. Und wir sehen jetzt hier auch ein Modell von dem Kongress, der 2014 in Brüssel stattgefunden hat. Man sieht schon, es hat eine sehr, sehr besondere Struktur, die für Jonas Stahl auch sehr wichtig ist, weil er sagt, dass eben gerade die Architektur auch den Diskurs, die Diskussion unterstützt, beziehungsweise natürlich auch sehr stark beeinflusst. Und deswegen ist für ihn eben auch die Entwicklung der Struktur sehr, sehr wichtig. Und wir haben Teile von dieser Struktur auch für die Ausstellung übernommen. Das können Sie hinter mir sehen. Und auf der Struktur sehen Sie eben verschiedenste Karten. Und das sind die Karten von Organisationen, die an dem Kongress teilgenommen haben. Und man kann hier eben sehr gut sehen, was sind das für Organisationen, was haben sie eben auch für Staatsansprüche, natürlich auch territoriale Ansprüche, um welche Regionen handelt es sich überhaupt. Also das ist hier sehr schön sehbar und natürlich auch mit den Flaggen dann nochmal unterstützt. Und es gibt eben auf der einen Seite diese Organisationen, die sehr klar formulieren, welches Staatsgebiet sie beanspruchen, welchen Staat sie haben möchten. Aber es gibt eben auch Organisationen, die sich vom Staat abwenden möchten, die sagen, wir brauchen eigentlich eine ganz neue Form des Zusammenlebens. Und der Staat, der unterdrückt, der nicht gegen Diskriminierung vorgeht, gerade im Umgang mit Minderheiten, der kann eigentlich nicht für das zukünftige Zusammenleben sinnvoll sein. Und deswegen wollen sie eigentlich eine neue Form des Zusammenlebens etablieren. Und für dieses Projekt beispielhaft steht Rojava in Nordsyrien. Das ist das dritte Element von Jonas Stahl Installation, das wir hier sehen können, wo Jonas Stahl eingeladen wurde, ein dauerhaftes Parlament zu erschaffen. Also wir hatten ja gerade die temporären Kongresse, die immer für einen bestimmten Zeitraum mit Reden gefüllt wurden, aber es gibt eben auch diese dauerhaften Projekte, die für einen längeren Zeitraum angelegt sind, wie eben das Parlament in Rojava, das Jonas Stahl mit den lokalen Organisationen vor Ort entwickelt hat. Und wir können hier einige Bilder von Rojava, von dem Parlament sehen. Wir sehen auch hier wieder ein Modell
von dem Parlament. Und hier zeigt sich eben auch sehr gut, wie Jonas Dahl für den Prozess, für dieses neue Miteinander auch versucht hat, eine Architektur zu finden. Wir sehen hier diese runde Struktur, wo dann im Inneren einzelne Stufen nach unten gehen, die natürlich dann mit den Menschen gefüllt werden, wo dann eben auch die Debatten und die Diskurse stattfinden. Und man sieht dann oben drüber gelegt, gibt es nicht eine Verschalung, eine Kuppel, sondern das sind mehrere Elemente, die sich zusammensetzen, um eben auch hier nicht diesen einen Staat zu haben, der sich über das Gesamte legt, sondern eben diese verschiedenen Elemente, natürlich auch die verschiedenen Organisationen vor Ort. Man sieht ja die verschiedenen Flaggen, die sind eben von den Organisationen vor Ort auch entwickelt worden, um eben auch genau das sichtbar zu machen, diesen gemeinsamen Prozess des Aushandelns. Auf die Streben unterhalb der Kuppeln sind dann die zentralen Prinzipien auch dieser neuen Demokratieform geschrieben. Also es geht zum Beispiel auch um eine nachhaltige Herangehensweise, es geht um ökologische Fragen, soziale Fragen, es geht um Gender, Gleichheit, Gleichberechtigung, also wirklich einen sehr allumfassenden Blick, den Jonas Dahl hier aufmacht. Und ich möchte noch zum Abschluss hier auf den Bodenplotter hinweisen, weil hier sieht man auch nochmal ganz schön die Struktur, die wir von dem Parlament dann auch in den Ausstellungsraum übertragen haben. Das ist natürlich im Verhältnis ein Teil des Parlamentes, was wir hier eben auf diesem Boden realisiert haben, um auch diese Struktur dann nochmal so ein bisschen weiterzuführen. Ja, danke Ina. Auch wenn die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, möchte ich dir noch eine Frage stellen, die uns erreicht hat. Vielleicht mit einer Bitte um eine relativ kurzen Antwort, wenn es möglich ist. Wie genau sieht so ein Kongress inhaltlich aus? Also was wird da besprochen und was für Auswirkungen hat denn so ein Kongress? Also jeder Kongress ist tatsächlich ein bisschen anders. Das hängt natürlich einmal von dem Ort ab, wo der Kongress stattfindet, welche Organisationen teilnehmen. Es waren immer auch sehr, sehr unterschiedliche Organisationen. Ich kann da kurz darauf hinweisen, dass sowohl auf der Website von Jonas Dahl als auch auf der Website vom New World Summit, dass man da die ganzen Sachen auch nachschauen kann mit den verschiedenen Reden, die auch gehalten wurden von den unterschiedlichen Organisationen. Also das kann man sich alles anschauen und dann natürlich auch bei uns in der Ausstellung sind Ausschnitte aus den Reden eben auch zu sehen. Also jeder Kongress, so viel kann man sagen, hatte eben einen ganz eigenen Schwerpunkt dann nochmal. Und der zweite Teil war nochmal zu den Auswirkungen der Kongresse. Also es geht natürlich darum, einfach einen Debattenraum zu schaffen, der so vorher nicht da war, der nicht möglich war. Und es geht gerade auch darum, auszuhandeln oder zu schauen, was haben wir eigentlich für Gemeinsamkeiten? Also jenseits auch von diesem, das sind wir, das seid ihr, ihr seid die Terrororganisation oder als so bezeichnete Terrororganisation, sondern dass es stärker darum geht, was sind eigentlich unsere Gemeinsamkeiten? Was ist die gemeinsame Basis, auf der wir vielleicht dann auch aufbauen können und nicht immer diese Gegenüberstellung von wir und die anderen. Und das sind natürlich dann ganz konkrete Auswirkungen. Und ich glaube dann, dass materialisierteste, was man so an Auswirkungen haben kann, ist natürlich gerade auch das Parlament von Rojava, das in seiner alltäglichen Praxis ja auch genutzt wird und somit ja dann eben auch diesen Aushandlungsprozess in materielle Form überführt hat. Ja, ein ganz spannendes Projekt, wo man sehen wird, wie staatenlose Demokratien natürlich überhaupt funktionieren können. Das ist ja damit noch nicht gelöst, aber damit beschäftigen Sie sich. Danke erstmal, Ina, soweit. Ja, wir haben jetzt einmal einen Einblick bekommen in die Ausstellung. Wir haben Diverses noch nicht gesehen, aber das kann man auf dem Debatorial sehen, das kann man hier in der Ausstellung sehen, wenn man sie wieder besuchen kann. Ich weiß, dass wir jetzt eigentlich schon am Ende unserer Sendezeit sind, aber es kamen so viele Fragen, so viele spannende Sachen, dass wir eigentlich das jetzt nicht so beenden wollten. Und ich will auch Ina Neddermeyer und Jürgen Bleibler noch nicht ganz entlassen. Sie werden mir gleich noch mal hoffentlich ein, zwei Fragen beantworten können. Aber noch mal der Hinweis von mir auf das Debatorial. Alles, was wir jetzt nicht gesehen haben, Arbeiten von Nevin Allerdag,
von den Seasteaders, auch noch viele Postkarten, Arbeiten, Exponaten aus der Zeppelin-Sammlung kann man in dem Debatorial sehen und natürlich auch da wieder kommentieren, sich damit auseinandersetzen, uns in den Recherchen, die weitergehen, auch unterstützen und alles das, was Claudia Emmert ja vorhin auch schon gesagt hat, da erwarten wir, hoffen wir uns natürlich noch einen ganz, ganz regen Austausch. Bevor wir jetzt nochmal wieder hier runtergehen, freue ich mich, dass ihr beide nochmal da seid, Jürgen und Ina. Und ich will eigentlich nur noch eine ganz kurze Frage an euch stellen, bevor ihr erlöst seid. Nämlich eine Frage, die viele nicht so mögen, die ich aber immer gerne stelle, nämlich die Frage zu dem Lieblingsexponat. Also Jürgen, gibt es für dich ein Lieblingsexponat in dieser Ausstellung? Jetzt muss ich auch noch zuerst. Gut, okay. Also ein Lieblingsexponat in dem Sinne gibt es nicht. Ich habe bei unten gesagt, dass wir sehr gekramt haben in der Sammlung. Und was ich natürlich ganz spannend finde, ist der Lüneville-Zwischenfall, über den jetzt noch gar nicht geredet worden ist. Und da haben wir jetzt entscheide ich mich doch für ein Lieblingsexponat, eine wunderschöne Medaille, die wir zweimal haben, dann können wir sie von beiden Seiten zeigen, wo die Auseinandersetzung zwischen dem deutschen Adler und dem gallischen Hahn anlässlich dieses Ereignisses vom April 1913, wo sich ein deutsches Militärluftschiff über die Grenze verflog und es diplomatische und sehr emotionsgeladene Verwicklungen gab. Und die beiden machen sich dann einfach an und er auf Französisch, der Hahn, und der Adler auf Deutsch. Und das ist so ein Kleinod in unserer Sammlung, das mich eben auch schon sehr lang beschäftigt. Ina, und du? Du musst jetzt auch noch. Oh, ich dachte, ich komme drum herum. Ich habe es nicht vergessen. Das ist immer so eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, wenn Eltern nach ihrem Lieblingskind gefragt werden und selbst wenn sie eins haben, es nicht sagen können. Es ist tatsächlich echt wirklich eine schwierige Frage, weil natürlich haben wir alle Exponate so ausgewählt, dass sie so zusammengefügt sind, dass sie eben diese verschiedenen Aspekte gerade von so einem komplexen Thema abdecken. Und dann würde es gar nicht Sinn machen, so eine Sache herauszuheben, weil ich glaube, das wurde jetzt auch in dem Rundgang deutlich, wie vielfältig eben auch die Bezüge sind. Aber natürlich ist diese Installation von Jonas Dahl sehr, sehr besonders und auch die Assembly, die wir letzte Woche durchgeführt haben. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Exponat, aber ich glaube, das ist auch so eine Art Highlight, wo wir eben mit sowohl Jonas Dahl als auch Charles Heller gesprochen haben und auch eine sehr interessante Podiumsdiskussion zur Zukunft von Grenzen geführt haben. Also vielleicht wäre es dann auch nochmal ein digitales Exponat, was mein Lieblingsexponat ist, weil sich da eben sehr schön gezeigt haben, wie ganz verschiedene Elemente eben auch zusammenhängen und zusammengeführt werden können. Ja, danke schön. Danke, dass ihr die Frage doch beantwortet habt, obwohl ihr das gar nicht wolltet. Aber ich finde, man hat da auch noch mal diese ganze Bandbreite dieser Ausstellung gesehen, genau in dieser Beantwortung. Erst noch mal ganz, ganz herzlichen Dank von mir an euch beiden für diesen tollen Rundgang und für diese tollen Einblicke. Ich fand es wirklich ganz, ganz interessant. Und so gehe ich wieder zurück hier ins Studio, nämlich zu Claudia Emmert. Wie geht es denn nun eigentlich weiter? Also wenn das, solange die Museen noch geschlossen sind, was tun wir, was machen wir? Was machen wir, ja genau. Also zunächst mal danke ich natürlich allen, die sich hier auch im Chat beteiligen haben und mit den Fragen, mir ist noch eine hängen geblieben, wenn ich das kurz ergänzen darf, über die flexiblen Staatsbürgerschaften, dass manche Länder dann vielleicht weniger Staatsbürger haben und da kann man ja auch durchaus unterschiedliche Perspektiven drauf haben. Und zwar das Video von Christopher Kulenda und Thomas trägt den Titel 60 Millions Can't Be Wrong und es bezieht sich auf die Wahl von Donald Trump vor einigen Jahren. Wir waren alle, glaube ich, etwas überrascht, um das freundlich zu sagen. Und die Amerikaner waren teilweise geschockt. Millionen Menschen haben versucht, die kanadische Staatsbürgerschaft zu erlangen und haben den Server der Einwanderungsbehörde zum Erliegen gebracht. Ich denke, heute sind wir froh, dass die alle Amerikaner geblieben sind, denn wer weiß, wenn diese Millionen gefehlt hätten bei der Wahl. Ja, wie geht es bei uns weiter? Also vielen Dank erstmal fürs heute, dass Sie dabei waren. Wir hoffen natürlich, dass das Museum bald öffnen kann, dass Sie diese Ausstellung auch wirklich mit den ganzen anderen Arbeiten, die wir jetzt nicht besprochen haben, sehen können. Wir haben auch, und das habe ich jetzt völlig vergessen, hier hochzuholen,
einen Katalog zur Ausstellung. Das heißt, dieser Katalog ist jetzt gerade noch in der Produktion, aber bis Ostern wird es sicherlich da sein. Also wer da noch ein Ostergeschenk sucht, bitte hier ein schönes Geschenk. Ja. Und ansonsten haben wir in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Genau, ich habe gehofft, dass du es sagst. Das ist ein ganz großes Ereignis ja für uns in diesem Jahr. Genau, 25 Jahre. Im Hafenbahnhof, im Zeppelin-Museum. Ja, und das wollen wir natürlich feiern. Auf der einen Seite mit einer Ausstellung, die wir aber vielleicht ja auch verschieben müssen. Wir gucken mal, was die Corona-Krise noch an Überraschungen für uns bereithält. Aber wir werden auf jeden Fall auch einen neuen Medienguide machen. Der ist dann App-basiert, auf den können Sie jederzeit zugreifen und können mal schauen, was wir so in der Ausstellung, in den Wechselausstellungen und in den Dauerausstellungen Ihnen präsentieren. Und dein Projekt, das ist ja ein wirklich schönes, ist dann ja eine Broschüre zum Zeppelin-Museum, 25 Jahre Zeppelin-Museum in 2021. Ja. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, denn es ist wirklich eine Lücke, die wir füllen, wirklich eine Publikation rein über das Zeppelin-Museum und seine Sammlung. Und da freue ich mich wirklich drauf, das zu machen. Ja, auf was freust du dich denn noch ganz persönlich? Ich habe diese persönlichen Fragen gestellt zu dem Lieblingsexponat. Was ja, dein persönlicher Wunsch vielleicht auch für die nächste Zeit? Dass sie alle gesund bleiben, dass die Krise schnell vorbei ist und wir uns wieder fröhlich gemeinsam treffen können, zum Beispiel zu einer Vernissage, so wie es jetzt eben heute ist. Ne? Genau, also eine Vernissage, die ja digital, real stattfindet, vielleicht auch in einer Hybridform. Wir sind gespannt und mal schauen, was wir alles da noch auf die Beine stellen. Ja, danke, liebe Claudia, auch für deine persönlichen Worte da nochmal dazu. Ja, was würden wir jetzt machen, wenn die physische Vernissage jetzt in diesem Haus stattfinden würde? Ja, wir würden sagen, die Ausstellung ist eröffnet, Claudia. Das sagen wir immer ganz, ganz stolz und glücklich. Wir freuen uns auf den regen Austausch, wenn wir in der Ausstellung sind. Und wir nehmen gern ein Glas an der Bar. Das sagen wir eigentlich auch immer. Ja, das wünschen wir Ihnen eigentlich jetzt auch. Denn die Ausstellung ist wirklich eröffnet. Sie ist jetzt da, sie ist real da und sie ist digital da. Sie können in den Livestreams das alles nachschauen und Freunde, Bekannte einladen, sich das alles nochmal anzusehen, die es vielleicht heute nicht mitverfolgen konnten. Die Kuratorinnen sind noch da und werden im Chat noch Fragen beantworten, wenn da noch Fragen aufkommen. Sie haben später die Möglichkeit, auch im Debitorial immer noch zu kommentieren und zu fragen. Also ein Austausch findet nach wie vor statt. Und ja, wir stoßen auf jeden Fall gleich auf Sie, auf uns, auf diese Ausstellungseröffnung an, in unserer virtuellen Bar. Und ich kann mich eigentlich nur den Worten von Claudia Emmert anschließen. Ja, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und haben Sie einen wunderschönen Abend. Musik